Stein. So, ihr kleiner Bauken. Was denn? Ja, wow. Let's go. Also, warum ist das jetzt entstanden erstmal? Das erste, das Erste, was ich wissen will, ist, ob ich dir 110 Euro schulde. Nee. Okay, gut. Ich möchte ganz kurz anmerken, lieber Unge, du hast in deinem Video über Monster geredet, ne? Ja, ich habe nur als Beispiel genommen. Ich hab's mal als Beispiel genommen. Nee, ist auch alles in Ordnung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz anmerken, Twitch Prime Monster Energy Prime. Hat zweimal mir einen Vertrag klargemacht mit einem Deal. Und beide Male, das war ein Abstand von einem Jahr. Also das erste Mal haben sie mir einen Vertrag angeboten. Dann war alles klar. Mhm. Summe, Events und. Daraufhin, als der Vertrag fertig war, hat sich niemand mehr gemeldet. Mhm. Keine Antwort, nichts, keine Entschuldigung. Dann hieß es nach einem Jahr circa, oh, tut mir leid, wir haben da einen neuen Ansprechpartner und. Amerikaner. Dann habe ich wieder Zeit rein investiert, zusammen mit Markus Schof. Haben wieder einen Vertrag mit Monster Energy klar gemacht und als es wieder darum ging, den zu unterschreiben, hat sich wieder niemand mehr von Monster gemeldet. Also zweimal hatte ich einen Vertrag, zweimal wurde sie nicht mehr gemeldet. Oha. Das wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ja, interessant, gut zu wissen, wusste ich nicht. Ich habe ja gesagt, als Beispiel, also dass sau viele Influencer ja, wenn die schon Werbung gratis machen, dass die dann von der Firma meistens eher, ich sag mal, Arschlecken bekommen. Ja, ja. Und das wäre von den Firmen meistens schlauer, wenn man auf diese Influencer eben zugeht. Das war ja das Beispiel ja Tanzverbot und Apecrime mit diesem Booster-Ding, ne? Und da habe ich nur als Beispiel halt gesagt, zum Beispiel Monte hat jetzt einen großen Sponsor mit einem Gaming-Booster, mit Gamers Only. Genau, da habe ich dann dachte ich so, wer hätte Monster damals nicht klug angestellt, wäre es doch für alle eine Win-Win-Situation gewesen. Und die hätten halt auch davon profitiert, ne? Ich wäre mit großer Wahrscheinlichkeit, habe ich vorhin im Stream gesagt, ich wäre mit großer Wahrscheinlichkeit immer noch mit Monster Energy gepartnert und irgendwo hier im Hintergrund wäre ein großes Monster-Logo zu sehen. Ja, aber was ich auch angemerkt habe, ist, man sieht halt einfach, könnt ihr sehen, wie ihr wollt, aber man sieht halt auch einfach, wie Monster dann drauf ist. Summit 1G, jahrelanger Partner bei denen. Bekannt dafür, dass er auch kifft. So, also Monster Energy sponsert ja einen Haufen Leute, Skater, Sportler, alles drum und dran, aber auch viele, die dafür bekannt sind, auch Kiffer zu sein. Und dann sieht man einmal aus Versehen bei Summit 1G im Stream seine Blumenvase, nämlich seine Bong. Man sieht nicht mal, wie er kifft, er hält sie nur kurz einmal in die Kamera und puff, eine jahrelange Partnerschaft wird einfach so ohne irgendwas gekündigt. Nee, so war das leider nicht, da muss ich mal dazwischen. Ist wieder auf den Lauf hin? Okay, das wurde spekuliert, dass das gekündigt wurde, aber das Management von Summit hat sich gemeldet und gesagt, hey, das ist nicht wahr, der Deal ist ausgelaufen, Summit war nur zu faul, das Logo rauszunehmen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber das hätte ich auch frech gefunden, hätten sie ihn deswegen gekündigt. Ja, nee, das ist nicht passiert. Sherlock Slay wieder am Ermitteln. Nichtsdestotrotz, lass es einfach so stehen, Digga. Monster ist einfach unkorrekt gewesen zu mir. Okay, egal. Pass mal auch ganz auf meinen Titel an. Also wir haben uns ja heute getroffen, aus folgendem Grund. Ich habe eben bei Stay gesehen, der hat gesagt, also es ging ums Mixer-Thema, und Mixer-Thema hat Stay gesagt, er ist der Meinung, niemand geht ohne Geld von Twitch weg. Natürlich geht es da jetzt eher so auf die breite Masse bezogen, nicht auf irgendwelche Ausnahmen, klar. Und da habe ich halt darauf geantwortet, es gibt auch Leute, die sind von Twitch gegangen, weil sie vielleicht mit der Plattform oder Twitch-Entscheidung unzufrieden waren und nicht für Geld. Weil als ich damals zu YouTube gegangen bin, hatte ich keinen Exklusivvertrag mit YouTube oder sowas. Also zum damaligen Wechsel, wie es heute ist, ne, sei mal dahingestellt, aber damals zum Wechsel hatte ich keinen, ich bin nicht wegen dem Vertrag von Twitch gegangen, ne. So, natürlich, wenn ich jetzt seit anderthalb Jahren auf YouTube streame, natürlich kommt irgendwann auch YouTube mal und sagt vielleicht, hallo, finden wir gut, bleib bitte oder sowas, klar, aber darum geht's ja nicht, es geht nur darum, dass ich von Twitch damals gegangen bin, weil ich zum Beispiel mit der Plattform nicht zufrieden war. Und das hat so ein bisschen das ausgelöst, dass wir jetzt mal allgemein so über die Plattform reden wollten, was überhaupt für Streamer überhaupt interessant ist. Und jetzt, wo Mixer weggefallen ist, ist ja noch ein Konkurrent weniger da. Und da dachte ich, ist doch der vielleicht... Der einzige Konkurrent vielleicht eine ganz gute Idee, weil der hat da gesagt, oh, das war Talken, da dachte ich, ja gut. Ich will mich einmal ganz kurz einklingen. Nur ganz kurz, du musst nicht beantworten, Simon, aber ich hatte vorhin im Stream da auch drüber geredet. Gehen wir mal rein, Bruder, vorhin konnte ich das Wort noch. Hypothetisch, genau, das wollte ich sagen. Davon aus, dass du einen Vertrag mit YouTube hast, dass du exklusiv bei den streamst, dann könnte es auch sein, dass YouTube aber eigentlich nicht möchte, dass du darüber öffentlich redest, sondern stillschweigend Vertrag unterschreibst und es nicht öffentlich mit deinen Zuschauern teilen darfst.
Gehen wir davon aus, also ich verstehe, was du meinst. Gehen wir davon aus, ich habe einen YouTube-Vertrag, einen besonderen YouTube-Vertrag. Dann wäre es nicht so, dass YouTube nicht wollen würde, dass ich darüber rede, sondern dass es mir freistellen würde. Weil es gibt bestimmte Beispiele im amerikanischen Raum, zum Beispiel Valkyrie, das ist so eine Streamerin, die ist von Twitch exklusiv zu YouTube rübergegangen. Und da hat sogar YouTube die Promo-Trommel groß gewirbelt und gesagt, hey, wir haben einen Exklusivvertrag mit Valkyrie. Also gehen wir davon aus, ich hätte einen exklusiven Vertrag, dann würde da nicht irgendwas drinstehen, dass ich irgendwas geheim halten müsste. Ach so, okay, weil es gibt ja auch die Beispiele, dass Streamer darüber nicht reden dürfen. Ja, dieses Beispiel kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Streamer irgendwelche Verträge haben, weil die dürfen ja vielleicht nicht darüber reden. Dann weiß ich natürlich auch nicht, ob irgendwelche Streamer irgendwelche Verträge haben. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich der Einzige hier bin, der keinen Exklusivvertrag hat. Hat auch Liegt Vorteile. Vielleicht daran, dass du ein Mixer-T-Shirt in deinem Twitch-Stream trägst. Denk mal drüber nach, ey. Kann ich nichts gegen sagen. Absolut korrekt. Kann ich nichts gegen sagen. Das wird bei den Vertragsverhandlungen vorgelegt und dann war es aber auch wieder, Digga. Das ist so, als wenn du aus irgendeinem Ghetto kommst und da steht deine Ghetto-Adresse auf deine Bewerbung drauf, die wird direkt durchgeschoben einfach in den Schredder. Stimmt. Ich muss mich kurz umziehen gehen. Das passt aber sehr gut, das T-Shirt zum heutigen Thema. Ja. Ja, sollen wir einfach mal anfangen? Was denkt ihr über die ganze Mixer-Sache? Habt ihr wahrscheinlich schon ausführlich drüber geredet, weil es natürlich jetzt gerade seit gestern ein mega Thema ist und so. Aber nochmal kurz zusammengefasst, was ist so eure Meinung zu dem ganzen Mixer-Ding? Hat irgendjemand von euch mal auf Mixer gestreamt, wollte ich erst wissen? Ich habe mal auf Mixer gestreamt. Und zwar habe ich mal ein Spiel gespielt, das hieß Realm Royale. Das war so ein, ich sag mal sowas wie so ein bisschen Fortnite, so ein Battle-Royale-Spiel, genau. Und die hatten damals eine Skin-Aktion und man hat einen Skin, das war so ein exklusiver Mixer-Skin, man hat den nur bekommen, wenn man auf Mixer gestreamt hat. Und auf Mixer gab es sowas, das hieß irgendwie so Highlight-Channel. Also wenn du auf Mixer streamst, hast du manchmal Glück und kommst in diesen Highlight-Channel. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ob immer auch heutzutage überhaupt existiert. Und ich habe damals, das war noch bevor ich auf YouTube war, habe damals da gestreamt, um diesen Skin zu bekommen. Und habe es auch geschafft und dann habe ich da, also das war nur so privater Stream quasi. Ja, Realm Royale, stimmt, die hatten ja so, das habe ich auch gespielt, das mit den Pferden, ne? Ja, genau. Das war das Spiel, was alle gehypt haben und gesagt haben, das wird Fortnite ablösen. Und, und dann ist es übel kaputt gegangen, Alter. Dann ist es so übel wie Valorant beispielsweise. Valorant nach dem Beta ist auch ein bisschen runtergegangen vom Hype, ne? Ein bisschen? Ich habe keine Ahnung. Wenn 90% deiner Zuschauer Bots sind, dann muss man sich halt auch nicht wundern. Belast. Gut, wollen wir nur eine Pandoras Box aufmachen oder gleich alle? Machen wir erstmal nur die Mixer Box auf. Aber ich habe tatsächlich schon mal auf Mixer gestreamt. Und ja, ich sag mal so, letztendlich. Also ich hab's halt, es war halt quasi ein privater Stream, das haben, ich weiß nicht, vielleicht 80 Leute zugeguckt oder sowas, also da habe ich niemandem gesagt, dass ich das streame und hieß auch nicht Unge oder Ungespielt, also das war einfach nur für diesen Skin zu bekommen, aus Just for Fun mäßig. Ja, und ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Mixer gemacht, aber als ernstzunehmende Plattform habe ich die nie betrachtet. Ich habe einmal ein Video gemacht über Stream-Plattformen, da habe ich über Twitch, YouTube und Mixer geredet und da habe ich selbst da schon gesagt, im deutschen Raum würde ich persönlich niemandem Mixer empfehlen, weil es in Deutschland einfach, also in Amerika hast du vielleicht noch ein paar Leute, die durch Ninja und Baut so extreme Hardcore-Fans, die so mitgezogen wurden und dass du vielleicht da ein paar abgrasen kannst. Aber im deutschsprachigen Raum habe ich von Mixer nicht wirklich, auch nur ansatzweise wirklich was, ja, gehalten. Als ernst nehmen. Ich habe nie auf Mixer gestreamt. Hast du auf YouTube mal gestreamt, Monte? Nee, noch nie. Du hast nur auf Twitch gestreamt? Ich habe bis jetzt in meinem Leben nur auf Twitch gestreamt, ja. Und auf Instagram? Das ist ja nochmal was anderes. Ich habe auch. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich habe auch auf Mixer gestreamt ein paar Mal tatsächlich. Ich habe auf jeder Plattform gestreamt eigentlich, die große, außer Facebook Gaming. Gut, besser ist es für dich. Nein, also Hate an die Leute, die auf Facebook Gaming streamen. Ganz ehrlich. Also meine Mutter würde das streamen vielleicht. Deswegen. No Hate an die. Nein, also. Keine Ahnung, für mich ist es nichts, ich benutze die Plattform privat nicht und ich würde halt auch, also ich habe einen Streamer, den ich gerne geguckt habe auf Twitch, der ist zu Facebook Gaming gegangen, der hat einen Exklusivvertrag bekommen. Das war ein Streamer aus der Super Smash Bros. Szene, Zero heißt der. Ah ja. Super, super lustiger Typ, der auch echt gute YouTube-Videos macht, aber seit er auf Facebook Gaming streamt, habe ich vielleicht einmal kurz reingeschaut und das war mir einfach nicht so. Der Stream hat durch den Chat und durch die Plattform an Qualität verloren leider, weil es einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Facebook-Streams sind einfach Schmutz, Punkt. Ja, also, sehe ich auch. Ich glaube, Facebook hätte schon Potenzial, eine gute Streaming-Plattform zu machen, weil das finanzielle Mittel dahinter haben sie natürlich.
Aber das, was sie jetzt, bis jetzt auf die Beine gestellt haben, ist halt genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Streams bedeutet. Und ich glaube, die, die da arbeiten, sollten alle mal durchgetauscht werden. Und dann könnte es vielleicht noch was werden. Ja. Warte mal, also wie, ich hab glaube ich noch von keinem von euch gehört, wie ihr es findet. Und jetzt hat Unge ganz viel gesagt zu irgendwas mit Facebook. Wie findest du, dass Mixer zu ist, Monte? So. Ganz ehrlich? Hast du dazu eine Meinung? Es ist mir völlig scheißegal, Digga, weil die Plattform sowieso für mich völlig irrelevant war. Davor und auch jetzt. Es ist mir völlig scheißegal, Digga. Ob die pleite sind, ist mir vollkommen scheißegal eigentlich. Das ist mein Empfinden. Also mich juckt das nicht, weil ich war sowieso nie auf dieser Plattform. Ja, das, so, aber jetzt mal, ja, ganz neutral gesprochen, ist, scheint ja so, als wenn das nach hinten losgegangen ist. Insgesamt, lass mich lügen, jetzt für Stroud und Ninja 40 Millionen bezahlt für 3 Jahre und das hat sich anscheinend nicht rentiert. Ja. Also ich persönlich sehe es ähnlich, also die Plattform ist mir eigentlich egal. Ich verbinde jetzt irgendwelche keine emotionalen Verbindungen mit Mixer, weil ich auch keinen Streamer auf Mixer aktiv verfolgt habe, also weder Short noch noch Ninja. Aber ich denke, dass Mixer, dass die Plattform aus ist, finde ich schon schade, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube auch, dass durch Mixer Leute auf Twitch und YouTube profitiert haben, weil es wirkte mehr wie so ein Konkurrenzkampf, so ein bisschen wie so Bundesliga, der Verein wirbt den ab und so mehr Leute sozusagen um jemanden kämpfen, desto mehr potenziell steigt der Preis so. Und als Streamer und für andere Streamer kann ich nur sagen, dass Mixer eigentlich eine Bereicherung war, auch wenn man selber die Plattform nicht genutzt hat. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also ich kann sagen, dass Mixer, weil ich selber drauf gestreamt habe und jetzt auch, also nicht nur einmal, tatsächlich mehrere Male, die beste Videoqualität von allen Plattformen hat, die es gab oder gibt. Es haben nie, also die Streams auf Mixer, wenn die gut eingestellt sind, sehen unglaublich aus. Also wirklich unglaublich. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, wie sie es machen oder was der Codec ist, aber aus unerklärlichen Gründen sehen die Streams da unglaublich aus. Dann kommt Twitch, dann kommt ein 360p-Video und dann kommt YouTube Live. Bei YouTube kann man, also ich bin der Meinung, man kann bei YouTube auch eigentlich ganz gut einstellen. Ich bin jetzt mit der Qualität nicht unzufrieden. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Twitch und YouTube vielleicht nicht die Qualität von Mixer anbieten, weil viel mehr Traffic da ist und das würde dann noch viel mehr Daten ziehen. Vielleicht war Mixer so klein, dass die eben diese ultra crispy, clean Übertragung anbieten konnten, weil es eben wenig Datentransfer da gibt auf der Seite. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder ob es einfach wirklich eine gute Verarbeitung war. Also der einzige positive Effekt, finde ich, ist für uns, dass Mixer down ist, dass inshallah hoffentlich Shroud wieder auf Twitch streamt und ich wieder Shroud auf Twitch schauen kann. Der wird zurückkommen, kann ich dir garantieren. Ja, ich hoffe, also alle anderen Entscheidungen würde ich auch anzweifeln. Ich gehe mal davon aus, also du bist da wahrscheinlich besser auf dem Laufenden. Ich glaube, Facebook hat Ninja, nee, gar nicht wahr. Es war so, dass Facebook, also Mixer hat gesagt, ihr könnt zu Facebook wechseln, aber das Angebot haben sie ausgeschlagen und jetzt wurden sie ausgezahlt und können jetzt frei ihrer Wahl auf einer Plattform streamen, richtig? Korrekt, absolut korrekt, ja. Ja, das ist das, was wir wissen von diesem Slasher auf Twitter. Genau. Wie weit seine Infos wirklich 100% richtig sind, sei mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall das, was jetzt so die allgemeine Meinung darstellt, ja. Ja. Weil man weiß natürlich nicht, hat er seine Infos wirklich aus erster Hand? Oder ist das vielleicht auch jemand, der Mutmaßungen aufstellt? Nee, der ist, also Slasher ist, also was das angeht, muss man sagen, Slasher hat in der Vergangenheit, der hat Deals geleakt, bevor sie stattgefunden haben. Der hat bekannt gegeben, dass Pokimane einen Exklusivvertrag gekriegt hat, bevor sie es gemacht hat. Der hat so viele Sachen, der hat kredibile Infos, den kann man glauben. Also okay. Der ist wirklich krass. Ja, wer könnte jetzt auch ein Angebot machen? YouTube beispielsweise. Ja, sehe ich aber auch irgendwie nicht so sinnvoll an, muss ich sagen, weil... Sprich einfach, sorry. Sorry, dass ich mich da einklinge, aber YouTube möchte auch im Streaming-Bereich Hand und Fuß fassen und hat auch in der Vergangenheit viel, viel Geld, gerade nachdem Shroud und Ninja dann oder viele andere große Streamer auf andere Plattformen gewechselt sind, hat
YouTube auch viel Geld in die Hand genommen und hat andere Streamer rübergeholt auf YouTube. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass YouTube jetzt auch eine Chance sieht, diese beiden auf ihre Plattform zu holen, dass sie dort streamen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Verhandlungen stattfinden. Könnte sein. Die beiden haben sich ja auch nicht umsonst so bedeckt gehalten. Die haben ja beide geschrieben, ja, wir schauen jetzt, was unsere nächsten Schritte sind. Ne? Also theoretisch lassen die ja noch alles offen. Also ob die ja, das Twitch, war so ein, YouTube, aber das, also, das war so ein Copy-Paste-Text, den sie da gepostet haben. Typischer Satz, um erstmal alles halb aufrechtzuerhalten. Ja, ja. Genau, um halt eben auch die Leute so bei Stange zu halten und so, ja. Aber wenn YouTube jetzt die beiden holt, klar, natürlich wird erstmal ein bisschen Bass wiedergeben für YouTube, aber wenn YouTube die beiden holt, wirkt das nicht so ein bisschen wie so Grabbelware, so, oh, die sind jetzt da genommen worden, die Plattform hat sich aufgelöst, ja komm, jetzt nehmen wir die so. Ich weiß nicht, vielleicht. Die haben doch schon beide Twitch das Messer in den Rücken gesteckt. So sehe ich das. Also, eigentlich ist relativ egal, wo sie jetzt hinwechseln, weil letztendlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie geldgeil sind, weil letztendlich will jeder Geld verdienen, aber sie haben sich schon einmal gegen Twitch, also sie haben einmal sich schon gegen Twitch entschieden und es könnte passieren, dass sie auch ein zweites Mal gegen Twitch dagegen entscheiden. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde die Entscheidung von Twitch auf YouTube mehr nachvollziehen können als von Twitch auf Mixer. Ich denke, dass Mixers aggressive Strategie, Streamer zu kaufen oder abzuwerben, dazu geführt hat, dass Leute auf Twitch gute Deals angeboten bekommen haben, um diese Leute zu halten. Das sehe ich auch so. Hätte Mixer oder wer, also vergleichen wir es mal mit Fußballtransfers. Sagen wir mal als Beispiel, Twitch ist der FC Bayern. Dann gab es irgendwie davor nur 5 Ligisten, die in keinster Weise jemanden, der in der ersten Liga spielt, mit irgendeinem Angebot dazu reizen konnten, zu wechseln. Dann kam auf einmal Mixer, der, sagen wir mal, ein aufstrebender Zweitligist war, mit Richtung erste Liga, und die haben auf einmal hohe Gelder geboten, um Leute aus dem Topverein zu werben. Und dadurch ist der Stein ins Rollen gekommen, dass auf einmal der Topverein gemerkt hat, oh, bei uns können ja auch Leute gehen und dann müssen wir eventuell auch mal ein besseres Angebot machen. Da stimme ich dir zu. Also ohne Mixer wäre dieses ganze wechselt hierhin, wechselt dahin wahrscheinlich erstmal nicht so passiert. Es wäre irgendwann vielleicht eine andere Streaming-Plattform gekommen, aber ja. Ja, aber welche Streaming-Plattform hat denn das Budget oder den Background überhaupt konkurrenzfähig zu sein? Es war Mixer wegen Microsoft, aber ansonsten. Naja, Facebook war auch schon vorher am Start. YouTube war auch vorher schon am Start. Und meines Wissens hat YouTube auch vorher schon, kann sein, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, meines Wissens hat YouTube auch, bevor der Mixer und Shroud-Deal war, Verträge gehabt mit Leuten, die exklusiv streamen. Sicher bin ich mir da aber nicht. Keine Ahnung. Ja, aber letztendlich ist es auf jeden Fall ein Verlust. Vor allem für die Leute, die auf Mixer gestreamt haben, die kleinen Streamer, und für die größeren Streamer auf anderen Plattformen, dass Mixer keine Konkurrenz mehr ist. Also das ist ja wohl ein Fakt. Weil weniger Konkurrenz, dass der Verlust von Mixer ein Verlust ist, nicht nur für die kleinen Streamer auf Mixer, sondern auch für die großen Streamer auf anderen Plattformen. Weil durch die fehlende Konkurrenz vielleicht weniger aggressive Deals in den Raum geworfen werden und man vielleicht vielleicht etwas schlechtere Verhandlungsbasis hat, weil es vielleicht nicht mehr so eine große Gefahr ist. Aber das ist ja für Streamer wechselt. In der Größenordnung eh kein Thema. Diese Verträge bekommen ja nur die 0,01% der mega riesigen Streamer. Also ich sag, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sag dir ganz ehrlich, damit lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber jeder, der sich für das Thema Streaming interessiert und sich dazu entschlossen hat, in der Vergangenheit zu streamen und freiwillig auf Mixer gestreamt hat, der trauert jetzt zu Recht um seinen Account, um seine Follower, die er sich da aufgebaut hat, weil er sich einfach dazu entschlossen hat, bei Mixer zu streamen, Digga. Das ist einfach die Strafe, die gerechte Strafe, Digga. Fies. Ja, das ist fies, aber das ist, Digga. Ich habe damals das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, dass viele zu Mixer gegangen sind und da angefangen haben zu streamen, weil sie gehofft haben, durch den Ninja Shroud und andere Leute Hype auch ein paar mehr Zuschauer zu bekommen. Das war so. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran, aber ja. Was ein bisschen verwerflich ist seit gestern Abend, als die Nachricht rausgekommen ist, haben sich sau viele Leute einen Mixer-Account erstellt, haben da einen Stream angeworfen, ein bisschen gebottet und so getan, als wären sie traurig, dass ihre Lieblingsplattform kaputt geht, und wollten damit einfach nur Leute auf ihren Twitch-Account ziehen.
Naja, nee, also das habe ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Okay, gab es ein paar Fälle. Echt? Ja, müsst du auf Twitter, zeige ich dir später mal auf Twitter. Aber was ich, gehen wir von Mixer rüber zu anderen Plattformen, die jetzt noch existieren, weil Mixer ist ja eh Geschichte. Hast du, warte mal, da will ich mal kurz was fragen. Mont, ja. Du hast mir vorhin 10 Euro gegeben. Erstmal vielen Dank für 10 Euro. Ich werde mir davon einen halben Döner kaufen. Ehre. Und ich weiß, muss man auch mal gönnen. Und du hast gesagt, dass dich stört, dass dieses Exklusivrecht stattfindet, ne? Genau, genau. Aber du hast das mit einem Twitch-Account donated, der einen Partnerstatus hat. Richtig. Ich habe meinen Twitch-Status behalten, ja. Aber du hast ja dann überhaupt kein Problem mit Exklusivität. Nein. Also, ich habe diesen Status-Badge durfte ich scheinbar behalten. Keine Ahnung. Aber ich bin ja, du bist ein Twitch-Partner. Weißt du, warum du Twitch-Partner bist? Warum? Erzähl. Weil du kein Gaming-Content machst. Nein. Ich hatte nicht mehr den Vertrag, den du hast. Das dann, außerdem mache ich immer Hälfte Gaming. Ach, warte. Gaming. Du hast also... Ich hatte einen relativ neuen Twitch-Vertrag, der ausgelaufen ist und bin dann gewechselt. Also ich bin nach dem Vertrag rübergegangen. Aber dir können doch Leute noch subben auf Twitch, oder? Mir könnt ihr ruhig Leute subben. Ich weiß nicht, warum ich den Status behalte. Also... Twitch hat auch schon gesagt, die würden mir ihn wegnehmen. Ich habe gesagt, könnt ihr ruhig machen. Dann hat Twitch gesagt, du kannst jederzeit gerne wieder zu uns kommen. Habe ich auch gesagt, ja, alles klar. Also. Aber ja, dann hast du ja keine, dann hast du ja keine Exklusivität. Also dann ist ja nicht. Ja, aber das ist ja schon wieder das Beispiel, wenn du. Low von Twitch, nicht, sei mir nicht sauer, Simon, aber dass dir dann den Partnerstatus nicht entsteht, finde ich ziemlich low. Ja, oder spielt das falsch jetzt? Ja, es ist letztendlich, spielt das eigentlich keine Rolle, weil ich habe nicht mehr wirklich Subs oder irgendwas da. Also, aber das ist nicht relativ egal, Digga. Leute können deinen Twitch-Kanal finden und können dich noch kostenpflichtig subscriben und haben davon genau gar nichts, Digga. Theoretisch das, ja. Das ist Lob von Twitch. Naja, was heißt gar nichts? Man kann die Emotes in anderen Chats reinschreiben. Ja, also Twitch hat mir damals gesagt, das ist low, Digga. Twitch hat mir damals gesagt, dass ich jederzeit wieder willkommen bin, habe ich sehr geschätzt. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit Twitch und so und wenn die mir irgendwann den Partnerstatus wegnehmen, dann ist es auch okay. Also mich stört das nicht. Also mich würde es nicht stören. Bis jetzt ist noch nicht passiert. Aber ich unterbreche ganz kurz. Aber das ist genau das, was du kritisierst. Du redest von einer Exklusivität und du wirst nicht bestraft dafür, dass du Aber es ist eine komplette Ausnahme. Das ist ja genau das, was du eben meintest mit, dass ich ja auch eine Ausnahme bin, dass ich überhaupt auf YouTube Fuß fassen konnte. Weil zum Beispiel Rocket Beans haben es auch probiert und sind komplett gescheitert. Aber du hast als deine Begründung gesagt, dass dich stört, dass diese ich habe beispielsweise bei dir gefragt, oder ich frage jetzt nochmal, warum bist du zu YouTube gegangen? Also, als mein Vertrag noch lief, durfte ich nicht irgendwo anders streamen. Ja. Weil ich einen der neueren Twitch-Verträge hatte. Nicht, du hast ja einen, wo du nur Gaming-exklusiv auf Twitch hast. Alle nach 2017 oder 2018 sind ja komplett exklusiv. Ja. Das heißt, du darfst theoretisch nicht mal auf Instagram streamen. Das ist ja auch eine Stream-Plattform. Und wenn du dich genau an den Vertrag hältst, dürftest du nicht auf Instagram oder irgendwas streamen. Korrekt. So. Und ich finde, das ist einfach, also unabhängig davon, ob man jetzt einen besonderen Vertrag hat oder einen ganz normalen Vertrag, das zählt ja für alle. Also selbst wenn du du bist jetzt aufstrebender Twitch-User, hast deine regelmäßigen, ich weiß nicht, was man gerade braucht, um Partner zu werden, sag ich mal, du hast deine regelmäßigen 500 Zuschauer und kriegst dann deinen Partnerstatus. Mhm. Hast darauf hingearbeitet und bist dann Twitch-Partner. Was hast du dann für Vorteile als Twitch-Partner? Du kannst gesubbt werden, du hast die Emotes, du hast Transcoding garantiert, du wirst in die Startseitenrotation mit aufgenommen, du hast die Möglichkeit, Endorsement mit Twitch selber zu machen. Du kommst du wirst auf Events als VIP-Gast begrüßt und so weiter, diese ganzen Sachen, ja. Ja, wie ist das mit VIP-Gast? Ist das für jeden oder nur ab so und so viel? Nee, das ist für alle Twitch-Partner noch. So, aber ich sag mal so, irgendwelche, ich sag mal, besonderen Shares oder extra Geld on top oder sowas, was eine Exklusivität meiner Meinung nach rechtfertigt, haben solche Partner nicht. Also ich sag jetzt für meinen Teil. Auf mich bezogen und nicht auf irgendjemand hier. Ja. Sorry. Es gibt ab einem gewissen, also folgendermaßen, reine Spekulation jetzt. Ich sage reine Spekulation. Es gibt da keine Garantie für. Mhm. Aber wenn man eine gewisse Anzahl an Subs hat, kommt Twitch auf dich zu unter Umständen und sagt dir unter Umständen, hey, du hast ganz viele tolle Subs, du kriegst ein bisschen mehr von deinem Subgeld. Wenn du dann noch mehr. In was für einer Dimension reden wir da? Rein spekulativ von vielleicht 70-30. Ich meine nicht von dem Share, sondern ich meine von dem, wie viele Subs bräuchtest du, um sowas zu bekommen, so einen besonderen Share. Du darfst, das kann ich nur abschätzen. Das kann ich nicht 100% sagen, rein spekulativ. 1000 Subs? Nee, eher sowas um die 400 aufwärts.
Okay. Eher sagen wir mal so 600 aufwärts. Okay, sagen wir mal, die Leute. Aber die dürfen nicht Twitch Prime sein. Rein spekulativ. Okay. Sagen wir mal, die Leute mit 600 nicht Twitch Prime Subs aufwärts, ungefähr, bekommen dann besondere, ich sag mal, Shares oder irgendwas. Die Leute darunter haben ja noch nichts Besonderes, außer das, was du halt automatisch für den Partnerstatus bekommst, aber sind ab dem Zeitpunkt, wo du Partner bist, an Twitch gebunden, exklusiv. Das heißt, selbst die Leute unter 400 oder 600 Subs dürfen theoretisch nicht mehr auf Instagram streamen, nicht mehr auf YouTube streamen, nicht mehr auf Mixer streamen und so. Und ich finde, das ist eine Herangehensweise, die ich einfach nicht in Ordnung finde, Leute für einen gewissen Zeitraum zu binden, ohne eine exklusive Leistung. Ich finde, wenn Twitch sagen würde, hey, du bist ein Streamer, du bist uns besonders ins Auge gefallen, hey, wir finden dich super, du hast diese und diese Zuschauerzahlen, diese Subs und du machst einen super geilen Content, bla bla bla. Wir zahlen dir jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro extra im Monat als Beispiel, wenn du bei uns exklusiv bleibst. Dann hast du doch ein Angebot, was du dann entweder zu oder absagen kannst. Dann kannst du sagen, oh, okay, für das extra Geld bleibe ich dann wirklich exklusiv auf Twitch. Finde ich geil. So. Aber wenn du gar nicht, wenn du schon von Anfang an exklusiv bist, dann nimmt Twitch dir doch quasi damit die Verhandlungsmöglichkeiten, weil du ja sowieso schon exklusiv bist. Du hast ja gar keine Möglichkeit zu sagen, nö, das mache ich nicht. Ich möchte das und das raushandeln. Du kannst ja gar nicht wirklich handeln, wenn du schon exklusiven Vertrag hast. Und das ist das, was mich an Twitch ein bisschen stört, an die Herangehensweise für kleinere Streamer. Ich mach mal ein Argument dagegen und frag mal Monte in diesem Zusammenhang. Monte, kannst du mir... Ich hab gar nicht zugehört, Digga. Ja, nee, ich darum frage... Ne, nur eine Frage. Monte, kannst du mir ungefähr sagen, wie viele Subs du hast insgesamt? Keine Ahnung. Ich achte da wirklich gar nicht mehr drauf. Da müssen, okay, also ich warte, ja, ich habe hier so einen Befehl für die Zuschauer. Uff, Digga. Achso. Also. Was sagt der Befehl? Ich glaube, du musst mir ein bisschen was leihen. Aktuell, traurigerweise, Chat, da bin ich auch von euch echt enttäuscht von der Community. Wow. Sind es nur 27.500. Chat, was ist da los? Aber jetzt aber ganz, ganz schnell abonnieren. Das ist echt enttäuschend. Sei für den Content, den ich mache. Keine 30.000? Nee, keine 30.000. Das ist echt peinlich. Das ist echt peinlich, Digga. Da werde ich heute auch eine Stunde früher offline gehen, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn wir nicht in 10 Minuten jetzt 5.000 neue Subs haben, gehe ich offline, Kamera. Nee. Also, rein spekulativ, Stay, jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Rein spekulativ sollen ja auch Partner, größere Partner auf Twitch Verträge haben. Und rein spekulativ könnte es ja dem Partner, der einen Vertrag hat, auch völlig scheißegal sein, wie viele Subs er hat. Okay. Ja, rein, und was ich rein spekulativ aber nicht... Pass auf, was du jetzt bitte aber sagst. Es tut mir leid. Rein, also unabhängig von der Spekulation, was glaubst du, wie... Also, und das ist das Argument, was ich von Unge aufgreifen wollte. Unge fragt die ganze Zeit, warum sollte man... warum sollte man auf Twitch streamen? Und, oder warum sollte man Partner werden? Warum sollte man sich diesen Vertrag unterwerfen? Die Antwort ist Twitch Prime. Weil ja, die Hälfte Twitch ist die, das sehe ich, das brauche ich gar nicht weiter zuhören, weil ich kann jetzt schon zustimmen. Twitch ist gerade für kleinere Streamer die stärkste Plattform. Und es gibt einfach, was monetäre Optionen angeht, gibt es für Twitch keine Konkurrenz. Wenn du richtig Geld, also das meiste Geld, gerade bei kleineren Streamer vor allem, liegt bei Twitch. Absolut. Wenn du keinen Exklusivdeal hast oder so, liegt bei Twitch. Aber. Das würde ich aber, also da möchte ich einmal ganz kurz widersprechen. Mhm. Mit Sicherheit kannst du viel Geld auch auf Twitch verdienen. Und kommst auch viel, also kommst relativ leicht in der heutigen Zeit ins Partnerprogramm rein. Mhm. Aber, also es ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber gerade auch in Zeiten, wo zum Beispiel Fortnite einen Hype hatte, aber auch Warzone, also in Zeiten, wo Spiele gewisse Hypes hatten, habe ich so viele YouTube-Kanäle so heftig wachsen sehen durch Streams, also... Mhm. Du weißt es auch selber, in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber... Doch, in Deutschland auch, zum Beispiel Standard Skill hatte mit Fortnite ja auch auf YouTube live sehr, sehr gute Zahlen gemacht. Irre. Klar. Ja, hättest du mich ausreden lassen? Sorry, ja. Ich komme gleich zurück geflogen, Digga. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Du meinst nicht so, Alter. aber was auch viele vergessen, nicht unbedingt in Deutschland, aber wenn du auf YouTube anfängst zu streamen, dann geht dein CPM in diese andere Dimension. Simon, du weißt, was ich meine, oder? Ja, das weiß ich absolut. Also, wait a minute.
Was, yeah, weißt du das doch nicht, Stay? Weißt du nicht? Kannst du das sagen, also, Simon, was du für ein CPM hast? Was ist das für ein CPM, Simon? Also, ich weiß nicht, ob das geheim ist. Also, man darf ja eigentlich immer seine Einnahmen reden. Nur, letztes Mal habe ich das gesagt, habe ich ein bisschen Ärger bekommen von YouTube. Also ich habe ja dieses Video. Ich habe es auch verboten, ich habe es auch gesagt, die machen da gar nichts. Ach, nee, machen gar nichts. Überhaupt nicht mehr. Man darf es sagen, aber es gibt immer für YouTube immer so ein bisschen Probleme, weil dann alle Partner so oder alle YouTuber dann kommen: Hä? Wieso verdient ihr mit einem Video 12.000? Ist aber unfair. Und dann. Die nichts können. Ja, und dann sagt YouTube: Oh, halt ich bedeckt, so mäßig das. Aber guck mal bitte kurz nach, wie dein CPM ist. Ich will auch mal schauen. Ja, ich hatte gestern tatsächlich nachgeschaut, weil ich gestern ein paar Sachen rausgeschrieben habe. Weil du gestern nochmal die ein, zwei Häuser ausgesucht hast. Natürlich. Also, mein CPM ist gerade, ist ein bisschen gesunken von den guten. Ich weiß nicht, ob ich warte mal, kann ich. Ich setze mich kurz gerade hin. Ey, das wird richtig gut tun. CPM ist gerade auf 12. Was? Damit hätte ich aber mehr erwartet. Schmutz. Nee, es ist gar nicht so stark. Also, was war dein höchster CPM jemals? Nicht im Dezember, sondern einen Monat davor, in den Weihnachtsmonaten. Oh, bis Dezember, eigentlich Dezember, waren es immer über 20. Was? Also, ich glaube, 27er CPM war bei einem Video so der absolute Peak. Ich möchte einmal ganz kurz anmerken, dass das neue YouTube-Studio echt Schmutz ist. Ich weiß, das YouTube-Studio ist Horror. Über 20 Maschen. Ja. Und ich muss auch sagen, durch die YouTube-Livestreams wird der CPM, also vom Gefühl her, also ist natürlich alles Algorithmus und weiß keiner so genau, aber ich muss sagen, durch die Livestreams, weil du halt extrem viel Watchtime generierst, belohnt das dich, das System. Also der CPM ist super stark. Also ich hatte, bevor ich auf YouTube gewechselt bin, habe ich... Also ich direkt in den ersten paar Monaten, als ich von Twitch auf YouTube gewechselt bin, habe ich, allein die YouTube-Einnahmen haben sich davor gefühlt 18-facht. Also richtig krank. Also ich möchte ganz kurz einmal anmerken, auch für alle Zuschauer bei Stay, bei mir und bei Simon, CPM bedeutet, also Simon hat ein CPM von 10, das heißt pro 1000 Klicks verdient er $10 oder 10 Euro. Ich habe meiner ist 5. Das ist auch super. Meiner ist auch 5, 5,23. Aber... Jetzt denken alle, oha, der macht 100 Millionen Views und verdient 100 Millionen Euros, aber er vergesst immer auch den Adblock beispielsweise. Nicht jeder kriegt Werbung geschaltet und. Ne? Holy shit, über 20! Also ja, zum Sonderworten. Nur mal als Beispiel, ich habe jetzt einen wiedergabebasierten CPM von $5,23, habe... geschätzte monetarisierte Wiedergabe 9,6 Millionen Views und habe damit verdient $28,000. In den letzten 30 Tagen? In den letzten 28 Tagen. Auf Spontaner Black oder auf dem Spontaner Black? Ich habe in den letzten 20 Tagen mit einem 5er CPM 6.000 Euro. Mit wie viel Views? Mit 2,8 Millionen. Oha, Digga, das ist gut. Ja, super. Das ist sehr gut. Ja, ich freue mich auch. Also gerade viele kleine Retour haben nämlich noch mit dem CPM öfters zu strugglen. Also das direkt mal YouTube schreiben, warum Stay besser verdient mit seinen Views. Das ist ja wohl ein Witz. Ja, die Cutter freuen sich. Wo bleibt eigentlich mal die 100er Subbomb? Wo ist das da los? Meistens apropos Subbomb auf deinem Channel. Direkt mal striken. Sebastian, wo bist du? Entschuldigung. Ja, das ist natürlich ein Vorteil, klar, auf jeden Fall. Wenn du zusätzlich noch schon eine gute Videobibliothek hast und auch regelmäßig Videos hochlädst neben den Streams, dann ist YouTube-Stream belohnt. Aber alleine in der Streamzeit durch Twitch Prime, Gifted Subs und sowas, das hat natürlich aktuell nur Twitch zu bieten. Und das ist natürlich schade, weil Gifted Subs sind natürlich auch ultra stark, ne? Und sowas wie Twitch Prime wird es wahrscheinlich auf gar keiner Plattform geben. Aber ich finde trotzdem, dass man kleinen Twitch-Partnern nicht direkt eine Exklusivität anhängen muss. Weil ich finde, das hindert so ein bisschen daran, gute Verträge rauszuholen. Ist wirtschaftlich für Twitch natürlich super, aber... Ich finde, es rechtfertigt das komplett. Also das Ding, ich verstehe, was du meinst, aber du musst halt, ich glaube, du musst deine Perspektive noch mal ein bisschen runtergraden, weil für einen kleinen Streamer ist es nicht so wie beispielsweise für dich, nicht mal annähernd. Der denkt gar nicht darüber nach, dass es diese Dimensionen gibt. Sondern für einen kleinen Streamer ist es so, dass der diesen Achievement Hunt hat. Der will auf Twitch streamen, der will auf Twitch groß werden. Und der sieht alle seine Kollegen auf Twitch, die groß sind, als Idole an oder als etwas, wonach er greifen kann. Der sieht das Problem mit dem Exklusivitätskram gar nicht. Das kommt auch erst, wenn du größer bist. Ja, wenn es um exklusive Deals und sowas geht mit anderen Plattformen.
Nur dann ist der Weg versperrt, weil du halt schon exklusiv automatisch an Twitch gebunden bist, so ein bisschen, ne? Aber viele kennen sich auch zum Beispiel mit den Verträgen gar nicht aus. Wenn ich überlege, sage ich ganz ehrlich, den ersten Vertrag, den ich bei Twitch unterschrieben habe, ich habe einfach eine Unterschrift drunter gesetzt, Digga. Das waren, also ich sage euch ganz fairerweise, und ich glaube, viele Streaming-Kollegen werden mir da zustimmen, auch die aktuellen Twitch-Verträge, die du bekommst, sind in einem Englisch, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist, das alles nachzuvollziehen. Es ist wirklich, ja, also ich habe meinen Twitch-Vertrag prüfen lassen von Markus, der mir immer mal wieder Sachen klärt, das ist der ehemalige Call of Duty Manager, der hat mir jetzt als Beispiel den Deal mit Breakout geklärt und, der klärt mir nebenbei ein paar Sachen, hilft mir aber auch bei vielen, vielen anderen Sachen. Und selbst der, und der ist Englisch-Profi Nummer 1, der hat für Activision jahrelang international gearbeitet, hat mit seinen Kollegen immer Englisch, also der ist wirklich englischmäßig eine 1 plus mit Sternchen. Und selbst der hat bei dem Vertrag gesagt, Digga, das ist nicht normal, was da alles drin steht, was für Wörter, wie soll man das als kleiner Streamer oder als jemand, der das nicht beruflich die Sprache verwendet, wissen? Also, ja gut, das wäre auch. Du kriegst das auch nicht auf Deutsch. Es wäre auch, glaube ich, genauso kompliziert, wenn der Vertrag auf Deutsch wäre, weil es halt dieses ganze Absichern und juristische Fachgelaber ist und so. Also selbst so ein Vertrag in Deutsch ist für viele Leute schon kompliziert. Ja, natürlich, aber auf Deutsch verstehst du wenigstens, was du da liest. Ja, du musst nicht jedes dritte Wort nachgoogeln mäßig, ne? Google-Übersetzer bringt da auch nicht viel. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das so ein Twitch-Vertrag sind. Ich bin mir gar nicht sicher, müsste mal gucken. Das sind 10, 15, 20 Seiten. 15 Seiten sind es, glaube ich. 15 Seiten, das ist echt. Also, da habe ich mich dann auch immer mal wieder gefragt, warum gibt es eigentlich so einen Vertrag nicht auf Deutsch? Es gibt so viele deutsche Partner auch. Und es wäre doch eigentlich mal kein Problem, auch so einen Vertrag in einer anderen Sprache als in Englisch rauszuhauen. Also, ja, aber gut, das ist was anderes. Ja, das ist irgendwie Twitch-intern. Also ich persönlich, ich schätze Twitch als Plattform. Ich benutze auch Twitch selber zum Schauen und so. Ich finde halt nur diese Exklusivität nicht, diese Exklusivität. Ich persönlich finde einfach, das verbaut manchen Leuten die Chance, wenn man, sagen wir mal, es gibt die Ausnahmen, jemand fängt auf Twitch an und nach einem Jahr hat er plötzlich einen Überhype, ist aber vielleicht noch ein längeres Jahr noch an seinen Vertrag gebunden, aber hat nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne einen Exklusivvertrag machen, weil man hat ja schon automatisch einen Exklusivvertrag. Und das ist, glaube ich, Das ist das, was mich so ein bisschen stört, muss ich sagen. Aber ich kann es auch nicht. Aber das ist auf jeder Plattform übrigens so, glaube ich, ne? Nee, auf YouTube ist es nicht so, wenn du keinen Exklusivvertrag hast. Also bei YouTube ist ein Exklusivvertrag immer damit gekoppelt, dass du extra Geld on top bekommst und nicht. Okay. Ist das wirklich so? Ich habe mal eine Frage, ganz unvoreingenommen. Ja. Also, wenn ich jetzt beispielsweise, Unge, ich lade dich jetzt beispielsweise zu meinem neuen Minecraft Roleplay Stream Server ein. Okay. Und ich möchte mit dir einen Dual Stream machen auf Twitch. Könntest du auf Twitch streamen? Ich persönlich. Ja. Kommt darauf an, ob ich einen YouTube-Vertrag hätte oder nicht. Wenn ich keinen YouTube-Vertrag hätte, dann könnte ich natürlich mit dir. Also wenn ich dich jetzt freundschaftlich einladen würde. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, Unge, guck mal, ich hab deine Madeira-Insel in Minecraft nachgebaut. Ja. Und ich möchte wissen, ob das authentisch ist. Und sage, ich möchte mit dir einen Co-Stream machen. Ja, und würde ich dich freundschaftlich dazu fragen, dann würde ich dich freundschaftlich fragen, kann ich dich auf YouTube streamen, weil es ja meine Main-Plattform. Da würde ich ja die Da gibt es aber nicht diesen Co-Stream, diese Funktion. Und ja, da würde ich sagen, ah, schade, aber ja. Ich bin auf YouTube halt einfach am Start. Das würde ich sagen. Okay. Also, Simon, halt mir ganz kurz fest, nur damit wir es nochmal verstehen. Gehen wir davon aus, du hast keinen Vertrag. Oder gehen wir von der Person aus. Gehen wir von irgendeiner Person aus, die hat keinen Vertrag, streamt aber mal auf YouTube. Dann können sie gleichzeitig auch Twitch streamen. Hat diese Person aber einen Vertrag mit YouTube. Was Exklusivität angeht, ist ja auch relativ logisch, dann darf er natürlich nicht woanders streamen. Ja, wir können ja Stay, richtig, was du sagst. Wir können ja Stay als Beispiel nehmen. Stay hat ja auch letztens auf YouTube gestreamt und hat den Superchat angemacht. Das ist eine exklusive Partnerfunktion, die man nur als YouTube-Partner bekommt. Und es gibt auch die Funktion, Subs einzuschalten, also VIP, Follower oder Member oder wie man es auch immer nennen möchte, einfach Subs. Und wenn du die beiden Funktionen anhast, bist du trotzdem nicht exklusiv gebunden. Du kannst dann trotzdem sagen, hey, ich habe jetzt Subs auf YouTube an, ich habe Superchat auf YouTube an, ich habe diese ganzen Partnerfunktionen an, kann aber trotzdem jederzeit, wenn ich möchte, auf Twitch streamen. Es gibt keine Exklusivität. Die Exklusivität bei YouTube ist erst dann, wenn YouTube sagt, hey, du gefällst uns als Streamer so gut, du bekommst jetzt von uns, was weiß ich, noch ein 100er im Extra im Monat, da kannst du richtig 3 Döner von dir in der Schweiz kaufen und dafür bleibst du exklusiv auf unserer Plattform. Erst dann ist exklusiv. Und das ist halt der Unterschied zu Twitch. Bei Twitch bist du halt schon für die Basic-Partnerfunktionen bist du schon exklusiv gebunden. Das ist gar nicht. Also kurze, das ist sogar noch schlimmer. Du bist sogar schon als Affiliate exklusiv. Ach was, wirklich? Ja. Was man ist als
Man ist Affiliate-exklusiv, was? Das heißt, sobald man auf Twitch Affiliate wird, hat man die Chance verpasst, zu verhandeln. Ja, du bist als Affiliate, hast du schon, ist schon exklusiv. Ich dachte erst als Partner, das machst du ja noch. Nein, auch als Affiliate. Man muss dazu aber fairerweise sagen, also das macht die Situation eigentlich besser, aber es juckt in der Zeit eigentlich niemanden, ob du noch gleichzeitig ein Duel, also gleichzeitig auf YouTube streamst. Ja, juckt also, keinen, aber rechtlich gesehen könntest du theoretisch belangt werden. Kurz mal gerade rücken wegen dem Affiliate, weil viele sagen, ja oder nein. Also, folgendermaßen sieht das aus. Affiliate-Partner oder Affiliate-Streamer haben in ihren Verträgen stehen, das ist der letzte Stand, den ich habe, dass wenn sie Content auf Twitch streamen, muss dieser Content exklusiv für so und so viel Zeit auf Twitch bleiben. Das ist eine Form von Exklusivität. Also die haben in ihren Vorstati schon exklusive Richtlinien drauf. Das sind 24 Stunden. Ja, und ich muss sagen, das finde ich persönlich, gerade für die Einsteiger, die vielleicht sich noch orientieren wollen und vielleicht sagen wollen, hey, ich probiere jetzt mal 2 Monate Twitch aus, Affiliate, und dann will ich mal 2 Monate Mixer ausprobieren, dann will ich mal 2 Monate YouTube ausprobieren. Das ist ja nicht möglich. Wenn du Twitch zuerst ausprobierst und dann auch Affiliate wirst, dann doch, bist du ja wäre möglich, so bisschen, es wäre so, solange du nicht Affiliate bist, oder? Ja, das Problem ist mit dem Affiliate-Status. Vielleicht verkläre ich das nochmal ein bisschen genauer. Also ich habe mit dem Affiliate-Status gleichzeitig, finde ich das genial und auch ein großes Problem. Denn du kannst, auf der einen Seite ist es cool, dass du Emotes hast und dass du gesubbt werden kannst, aber auf der anderen Seite wird bei dir sofort das Lineal angelegt und du wirst sofort gemessen. Also du wirst... Ich möchte einmal ganz kurz eine Sache ganz kurz sagen, weil jemand das mal in den Chat geschrieben hat, aber Sido hat auch auf beiden Plattformen gleichzeitig gestreamt. Sido war aber auch kein Partner. Nee, er ist auch kein Affiliate auf Twitch, ne? Genau, richtig. Er war gar nicht. Der wollte auch kein Geld haben, deswegen. Der hat er sich schon gegengesetzt. Genau, ich glaube, es war einfach auch... Ich glaube, bei Sido war es nicht unbedingt, um Geld mit dem Stream zu verdienen, sondern eher so für Promo, für Events Zigaretten. Und zum Spaß, ne? Ja, oder sowas. Ja. Zigarettenzubehör, Entschuldigung. Also, Twitch hat aber überhaupt keine Kontrolle. Gehen wir mal davon aus, ich kenne jemanden, der einen Vertrag unterschrieben hat bei Twitch. Spekulativ, rein spekulativ. Rein spekulativ. Könnte ich da jemanden auch kennen, der einen Vertrag bei Twitch unterschrieben hat. Okay. Die Verträge sind auf Twitch alle gleich. Es ist egal, also die Standard, es sind alle Standardverträge. Ob du jetzt jemand bist mit 10 Zuschauern oder jemand mit 5000 Zuschauern, du kriegst den gleichen Vertrag. Du kannst natürlich noch ein paar Sachen nachfahren im Grunde, aber der Standardvertrag ist der Standardvertrag und viele Sachen werden da, also es wird nichts rausgenommen im Grunde. Ja, es ist dann so, dass du auf gut Glück glauben musst, okay, das und das steht drin. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, das steht auch in dem Standardvertrag drin. Im Standardvertrag steht eigentlich auch drin, dass du, wenn mich nicht alles täuscht, dass Twitch sogar berechtigt ist, ich müsste den Vertrag nochmal raussuchen. Ich glaube, da steht irgendwas drin, dass du nicht mal deine eigenen Sachen bewerben darfst oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas stand da drin, wo ich mit meinen Geschäftspartnern bei dem Standardvertrag, den ich hatte, schon Gesprächsbedarf hatte, weil da irgendwas wegen Merchandise drin stand. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist schon ein Augenblick her, dass ich den Standardvertrag unterschrieben habe. Ja, das ist halt so eine Sache, die kritisiere ich an Twitch, weil es halt einfach zu frühe Exklusivität und zu frühe Bindung ist. Mhm. Aber für Twitch selber als Plattform wirtschaftlich gesehen ist das super intelligent. Super, ja, weil natürlich. Die halten sich die Leute fest direkt. Also die krallen sich die Leute und die können dann nicht mehr wirklich gehen. Ich weiß nicht, wie lange geht so ein Affiliate, wie lange ist die Laufzeit? Ein Jahr? Ein Jahr. Ja, die ein Jahr. Verträge sind jährlich 3 Monate vorher zu kündigen, jeder Vertrag. Ja, das ist halt so bis direkt ein Jahr sozusagen gebunden. Und das ist für Internet, ist es eine lange Zeit, ne? Stimmt dir zu? Also ein Jahr, da passiert viel im Internetzeit, also in Internetzeit. Aber man kann ja auch drauf scheißen und einfach trotzdem seinen Partnerstatus behalten, so wie du. Was heißt drauf scheißen? Naja, du hast den ja trotzdem. Du hast ja deinen Partnerstatus trotzdem. Aber was heißt drauf scheißen? Ich habe schon lange Gespräche geführt. Ja, aber guck mal, die Mentalität dahinter ist ja folgende. Du hast diese Regeln gebrochen. Du hast die Regel der Exklusivität gebrochen. Und trotz, nein, obwohl. Hab ich ja nicht. Doch, ja, du hast nein. Ja, also warte mal. Gehen wir einfach davon aus, mein Vertrag läuft, ich kündige meinen Vertrag fristgerecht, der Vertrag läuft aus. Ja. Und ich gehe dann nach Ablauf meines Vertrages weg von der Plattform. Hast du deinen Vertrag fristgerecht gekündigt? Natürlich. Und Twitch hat sich aber vielleicht nicht darum gekümmert, dass mein Partnerstatus einfach geändert wurde. Aber das heißt, du kriegst gerade ohne Vertrag einfach die gleichen Konditionen, die du vorher hattest, weil Twitch zu faul ist, dir den Haken wegzunehmen. Nee, ein bisschen andere Konditionen, weil ich hatte damals andere Konditionen. Was hattest du denn? Warte mal. Welche? Da du keinen laufenden Vertrag mit Twitch hast, kannst du mir sicherlich mitteilen, was das für Konditionen sind? Ja, also nicht die Startkonditionen, sag ich mal so.
Und ich hatte noch so ein paar andere Auflagen, aber die sind natürlich weggefallen. Und es ist einfach nur noch dieses. Hattest du diese? Ich kenne rein spekulativ, gibt es wohl einen Streamer, der von YouTube kam, der einen schlechten Twitch-Vertrag hat, der alle halbe Stunde eine Werbung schalten muss? Nee. Sag mir nicht, der Vertrag. Nee. Gut. Aber ich kenne einen Streamer, der einen Vertrag hatte, damals, als Twitch ihre VOD-Funktion pushen wollte. Und da wollte Twitch ein bisschen VOD pushen. Und da haben die ein paar Streamer gefragt, hey, habt ihr Lust, auf Twitch VODs hochzuladen? Dann habe ich auch gedacht... Da kenne ich auch jemanden. Ja. Aber ich muss sagen, Twitch VODs sind ungefähr so wie YouTube Livestreams. Es funktioniert, aber es findet kein Mensch. So, es ist halt einfach so. Das System von Twitch. Das ist eine sehr gute, also das ist eine der besten Vergleiche. Ich hätte den Vergleich nicht besser machen können, ehrlich nicht. VODs auf Twitch sind existent, aber niemand nutzt sie wirklich. Und Livestreams auf YouTube sind auch existent, aber außer ein paar Ausnahmen nutzt auch fast niemand YouTube zum Livestream. Und das ist, glaube ich, noch das Problem. In der, also mit VODs meint ihr jetzt einfach die Streaming-Aufzeichnung? Oder extra Videos noch. Du kannst ja. Extra Videos bin ich bei dir. Dass ich das aber VODs an für sich, also die Streams, die gespeichert werden, kannst du mir nicht sagen, dass die nicht genutzt werden? Nee, sie werden nicht gepusht, weißt du? Also sie werden, du kannst sie nutzen, natürlich, wenn jemand, oh, was war gestern bei Monte im Stream los, dann geht er in deine VODs und erfährt er das. Genau. Aber das ist ja schon wichtig, es ist beispielsweise, darum ist der Vergleich mit dem Livestream ganz gut, es ist ja schon wichtig, dass das auch angeklickt wird und auch gefunden wird, wenn jemand beispielsweise nicht in deinen Stream geht, weil Twitch ja Werbung drauf schaltet und du vielleicht sogar ein bisschen was von der Werbung abkriegst oder sowas. Rein spekulativ. Also das Auffinden der VODs ist schwierig. Genau, absolut. Ja, und auch das ist keine Twitch richtige... Noch schlimmer, das stimmt, ja. Ja, noch schlimmer. Und der Algorithmus, es gibt keinen wirklichen Video-Algorithmus von Twitch, der sagt, oh, du hast das Video von Monte angeguckt, guck doch noch das Video von zum Beispiel Stay oder dann das Video von dem und dem. Also so, weil wie auf YouTube, dass du... Bei Clips hätte ich das vorgeschlagen. Und das ist halt das, was YouTube Stärke ist und dafür hat YouTube halt diese Schwäche, dass ihre Livestream-Funktion noch sehr, ja, sehr untergeht auf der Seite. Ja, warum eigentlich? Ja, weil YouTube natürlich den Fokus, klar, YouTube ist die führende VOD-Plattform der Welt, also die haben natürlich der absolute Fokus bei YouTube liegt auf Videos und Streams ist halt eine Nische noch. YouTube bemerkt natürlich auch, Streams werden immer wichtiger in Zukunft und Streams werden sozusagen das neue große Ding, aber YouTube ist eine größere Plattform, die noch viel, viel andere Standbeine hat und deswegen ist das Streaming geht langsamer voran. Bei Twitch passiert eine Neuerung, zack, kommt doch dies, dann kommt ein Hype-Train. Ob jemand das gut findet oder schlecht, ist ja egal, aber Twitch baut immer neue Funktionen so gesehen ein. Bei YouTube dauert jede neue Funktion immer, hat einen längeren Prozess, dann muss es dadurch, ist es irgendwie, konfrontiert das mit unserer VOD-Plattform, könnte es schaden, die haben ja lange Zeit mal YouTube Gaming ausprobiert, ist ja auch gescheitert, weil niemand auf YouTube Gaming gegangen ist. Jetzt haben die YouTube Gaming und YouTube normal zusammengelegt und so. Also meiner Meinung nach wäre es am stärksten, mal oben auf der Seite so ein Schalter hätte, live und Video. Und wenn man dann auf live klickt, findet man nur noch live. Ja. Und auf Video klicken, ja, noch Videos. Warum? Ich weiß, aber das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne? Also dafür, wieso kriegen sie das nicht hin? Ich glaube, die Abläufe dauern länger. Also YouTube hat mir damals schon erzählt, dass es halt die und die Funktion bald geben wird. Und das ist halt immer noch nicht vorhanden. Also sowas welche Funktion? Zum Beispiel eine Clip-Funktion oder eine Gifted-Sub-Funktion oder sowas. Gibt's alles noch nicht. Und das ist halt schon echt. Wir brauchen, YouTube braucht zu lange. Ja, YouTube braucht YouTube lange. YouTube hat leider das, oder das, ja, wie soll man sagen, YouTube hat leider die Gabe und den Segen, alles schlechter zu machen als besser. Schafft Twitch aber auch ab und zu. Ja, also das stimmt, aber Twitch hat trotzdem, wenn ich jetzt auf einer Waage das legen würde, hat Twitch weitaus mehr positive Sachen aus den letzten Jahren als negative Sachen. Und YouTube ist da genau das Gegenteil. Ja, YouTube hat einfach so viele Sachen, die sie in den letzten Jahren verändert haben, die schlechter sind und so wenig Sachen, die sie geändert haben, die besser sind. Was ich auf YouTube am allerschlimmsten finde, ist das, was die Zuschauer gar nicht mitbekommen, und zwar das Backend, also das Dashboard für Creator, das ist der Horror. Wir müssen, glaube ich, das VOD-Ding zurücknehmen. Ich habe hier gerade einen Kanal-Link gekriegt, der hat 3 Millionen Follower, da haben die Aufrufe auf den jeweiligen Videos, kein Joke, sind grundsätzlich über 1 Million. What the fuck? Also meine VODs haben auch im Durchschnitt 50.000, 60.000 Aufrufe. Also deswegen habe ich es nicht vorhin so gefühlt. VODs sind bei mir essentiell. Auch die Leute, die es nicht schaffen, heute diesen Stream sich anzuschauen, werden über die nächsten Tage das nachholen. Es geht ja nicht darum, dass niemand die findet, sondern es geht darum, dass die VODs auf Twitch eher unattraktiver sind, weil auf Twitch halt einfach Livestreaming an der Vorderseite. Ja, aber guck mal, das Ding ist ja so,
Twitch ist eine Livestreaming-Plattform mit Videoinhalt. Aber im Vordergrund steht der Livestream. Und bei YouTube ist eine Plattform mit Videoinhalt und Livestream ist ein Teil. Ein bisschen drin, mit Livestream, genau, ja, richtig. Und das ist das große Problem. Also da muss YouTube einfach noch ein bisschen, sonst wird er auch nicht. Das, was ich auch an YouTube schlimm finde, ist, dass viele kleine Creator noch gar nicht die ganzen Funktionen haben. Denn manche Sachen schaltest du erst mit 30.000 Abonnenten frei, manche mit 10.000 und sowas. Also als Day in seinem Stream geguckt hat, was man braucht, um Superchat aktivieren oder Subs zu aktivieren. Da ja, braucht man das kann 3000. Ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. Aber ich glaube, man braucht 30.000 Abonnenten oder sowas, ja, ne? Ja, ja. So, und überleg dir mal, du kannst erst deine Subs mit 30.000 Abonnenten aktivieren. Natürlich, irgendwo hat das auch sozusagen diesen Sinn, dass du das erarbeiten musst und so, aber wenn du wirklich hauptsächlich Livestream willst, dann gehst du dann am Anfang halt nicht auf YouTube, sondern du gehst halt am Anfang auf Twitch, weil am Anfang auf YouTube hast du so schwere Karten als kleiner Streamer und das ist halt auch ein Riesenproblem. Also Simon, ich stell dir mal jetzt zwei, drei Fragen, die du mir ehrlich oder nicht ehrlich beantwortest. Deine Spekulation ansonsten. Nein, Stay, erzähl mir du davon heute nichts mehr, okay? Wir haben sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen am Stream. Du bist von Twitch gekommen zu YouTube und hast angefangen bei YouTube zu streamen. Genau. Meine allererste ernst gemeinte Frage ist, bist du mit deinen YouTube-Streams, mit der Community, beziehungsweise, und das ist eigentlich die eigentliche Frage, mit dem Nachrichtenvorlesen, mit dem Chat, happy? Tatsächlich ja. Also am Anfang war es eine Riesenumstellung. Klar, ich bin ja auch... Scheiß drauf, Digga. Nee, also lass mich kurz ausreden. Also, als ich ganz am Anfang rübergegangen bin zu YouTube, gab es noch nicht die Sub-Funktion. Das heißt, du konntest keinen Subchat anmachen, du hattest keine eigenen Emotes und sowas. Und da war es wirklich Horror. Also es war einfach nur ein hässlicher Scheißchat. Mittlerweile, wenn du Dark Mode reinmachst, plus du hast deine Community im zum Beispiel im Sub-Mode und hast deine eigenen Emotes und sowas, ist es mega. Also okay, ich respektiere das, Simon. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich respektiere es natürlich. Aber anders gefragt, findest du den YouTube-Chat ebenwürdig mit dem Twitch-Chat? Nee, ebenwürdig nicht. Der Twitch-Chat ist stärker. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wie dein Chat ist, vom Optischen, von den Emotes, würdest du dich wahrscheinlich auch immer für den Twitch-Chat entscheiden, oder? Dann würde ich mich mit dem Twitch-Chat, mit diesen zusätzlichen Add-ons hier wie Better Twitch TV und sowas sowas, dann würde ich mich dafür entscheiden, weil der ursprüngliche Twitch-Chat ist auch, da fehlen auch ein paar Sachen, die mir auf Twitch immer gefehlt haben, deswegen diese Add-ons sind ganz praktisch und ich würde mich dann für den Twitch-Chat entscheiden, weil Twitch-Chat ist super stark, das ist absolut die Stärke, also eine der Stärken von Twitch, was Optik angeht. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich den YouTube-Chat richtig angenehm. Also du hast dran gewöhnt, warum ist mal so? Also ich hab mich gut dran gewöhnt. Ja. Also ich muss mal kurz Blutgrätsche rein ins Thema, ne? Ich habe erst am Freitag auf YouTube gestreamt und selbst mit Add-ons und allem, was ich umgestellt habe und Mod-Tools und Plugins, also das Problem beim YouTube-Chat ist, dass es eine große graue, schwarze Masse ist. Das lag bei dir aber auch am Add-on. Guck mal, bei mir, ich packe jetzt mal meinen Stream in mein Bild. Warte, ich guck. Bei dir war dein Stream so, du hattest erst durch dieses Better YouTube hattest du bunte Namen, so wie bei Twitch. Aber wenn du den Stream ausgeploppt hast, waren alle Namen grau und die Profilbilder waren weg. Und dann sieht man halt gar nichts mehr. Aber wenn du deine Community jedes Mal sagst, packt euch ein Profilbild rein, daran erkennt man euch besser. Weil das, was bei Twitch die Farbe sind, ist bei YouTube halt dieses Anzeigebild. Ich erkenne sofort zum Beispiel hier, der Shax zum Beispiel, der ist immer bei mir im Chat. Ich erkenne ihn sofort an diesem Detektiv Conan-Bild zum Beispiel. Oder Akro an der roten Hand. Also du hast halt diese Bilder und die sind sozusagen das Pendant zu der bunten Farbe auf Twitch. Du hast zwar alles, die Namen haben dieselbe Farbe, das könnte vielleicht auch irgendwann mal angepasst werden von YouTube, aber durch die Profilbilder erkennst du die Leute sofort wieder. Also das ist absolut kein Problem. Du darfst halt nur nicht das Addon benutzen, weil durch das Addon, was du benutzt hast, waren die Profilbilder weg und alle Namen waren grau. Du hast halt keine eigenen Emotes drin gehabt. Das war halt dass YouTube auch echt sich ziemlich, ziemlich viel Zeit lässt. Ja, mit das Erneuerung und. Also Mixer war an dem Punkt, wo sie am Start waren, mit dem Chat, mit der Streaming-Plattform-Seite an für sich, finde ich, weiter als YouTube. Dann haben sie sich ein paar Partner ins Boot geholt, haben sich auf die Malediven gelegt und haben gedacht, der Erfolg kommt von alleine. Ja, 2-3 Monate später oder ein halbes Jahr später haben sie die Seite geschlossen. Aber
eigentlich, also YouTube hätte schon viel, viel, viel mehr machen können und müssen. Und ich glaube auch immer noch, dass YouTube, wenn sie wollen würden und mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Intelligenz in dieses, ja, da reintun würden, sie könnten eine gute Streaming-Plattform sein. Mhm. So ist ja, es nicht. Dazu würde ich auch sagen. In den letzten halben Jahr, ja, ist nichts auf YouTube groß passiert, was Stream angeht. Ja. Das kann einfach nicht sein, wenn du ja. von dir selber behauptest, wir wollen eine Konkurrenz für Twitch sein. Ja, das sage ich was. Erstmal, natürlich, also Mixer sehe ich auch so, dass direkt von Anfang an hatten die Funktionen, die super, super gut umgesetzt waren. Es war auch viel Scheiße da, diese ganzen Sticker im Chat und bar, Alter, der Chat war einfach. Das ist immer manchmal, noch da. Das ist immer noch da. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, aber okay. Aber prinzipiell hatten die schon gute Funktionen. Und ich sag dir, warum Mixer direkt so gute Funktionen hatte zum Anfang, weil Mixer auf nichts Rücksicht nehmen musste. Die mussten nicht auf ihre VOD-Sparte die Rücksicht nehmen, weil YouTube, musst du halt bedenken, ist die größte Videoplattform der Welt. Und die können sich halt viel mehr kaputt schießen, wenn die sagen, oh, wir machen es jetzt zack, zack, zack. Und nachher gibt es da irgendwelche Probleme durch diese Livestream-Funktionen, die auf die Plattform eingebaut sind, in VOD und so. Die müssen ja alles immer auf, die müssen ja alles beachten. Ich bin hier kein Sprecher. Das stimmt, aber ja? Ganz kurz, Simon. YouTube ist nicht seit einem halben Jahr mit Livestream am Start, sondern seit 2,5, 3 Jahren als Twitch-Konkurrent. Ja. Ja. Und in dieser Zeit ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe auch gehofft, jetzt da, die haben ja diesen Exklusivvertrag von Valkyrie und sowas öffentlich da gepostet und sowas. Dann dachte ich, jetzt holen die noch einen exklusiven Streamer rein. Vielleicht arbeiten die jetzt noch schneller und noch mehr an diesen Stream-Funktionen. Ich glaube auch, da arbeitet ein Team dran. Aber die releasen das halt erst wahrscheinlich mit allem zusammen. Und das ist halt das, was so lange dauert. Ich hoffe auch mega darauf, dass es auf jeden Fall Gifted Subs und Clips gibt. Das wäre Hammer. Weil Gifted Subs sind, also ich würde so viel Subs selber einfach auch, zum Beispiel bei Pummelparty als Beispiel, ne? Wenn man Pummelparty spielt, man giftet sich gegenseitig Subs. Kann man bei mir nicht machen. Also als ich Pummelparty mit den anderen Jungs gespielt habe, sage ich ja, aber dann giftet meiner Freundin auf Twitch die Subs. Weil bei mir kann man keine Subs giften. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das sind so relativ einfache Funktionen, die sogar noch monetär der Plattform gut für die Plattform sind. Warum macht man sowas nicht sofort, weißt du? Verstehe, so, das vermisse ich auch und das ist scheiße, weil ich würde halt auch manchen Zuschauern einfach auch öfters gerne mal so zwischendurch Subs giften oder solchen Sachen, aber das gibt's also halt noch nicht. Ich sag dir ehrlich, Simon, ich bin ganz fair zu dir. Ich habe mir, seit du auf YouTube streamst, muss fairerweise sagen, ich habe mir, seit du auf YouTube streamst nicht einen Stream von dir angeguckt, nicht einen. Nicht, weil ich dich disrespekte damit, sondern weil ich einfach das nicht fühle, Digga. Ja, weil es auch nicht meine Zeiten, also was heißt meine Zeiten sind, aber ich bekomme es auch selten mit. Mhm. Ich muss aber fairerweise sagen, Digga, dass ich auch damals, als du auf Twitch gestreamt hast, auch oft zugeschaut habe. Dein Content hat sich im Grunde, was heißt nicht geändert, klar hast du dein Content auch anders gemacht ein bisschen, aber ich denke, also ja, ich habe dich viel mehr auf Twitch gefühlt. Ja, und finde auch, dass du eher der. Ja, also ich würde dich mehr enjoyen auf Twitch und würde es cool finden, wenn du irgendwann wieder auf Twitch wieder streamen würdest. Hast du, ja. Ich will dazu meine Folgefrage stellen. Warte, lass mich kurz noch dazu was sagen. Fühl ich, weil du halt dich mehr auf Twitch aufhältst, wenn du Unterhaltungsstreams und so suchst und auf YouTube vielleicht eher da nicht unbedingt vorbeischaust, so fühle ich. Genau, ja. Das sehe ich auch nicht, also ist auch kein Problem, weil wir streamen auch oft zu gleichen Zeiten. Also wenn ich halt in der Woche streame ich halt immer 20 Uhr, also meistens auch live und Freitag, Samstag habe ich ja immer Gaming-Streams und freitags bist du ja selber auch im Gaming-Stream. Das heißt, du könntest theoretisch nur einen einzigen langen Stream von mir sehen und das wäre nur samstags, weil ich nur Freitag, Samstags die großen Gaming-Streams. Und ich kann mir halt auch gar keine VODs bei dir angucken, weil es das gar nicht gibt bei YouTube. Doch. Doch. Gibt doch, es bei dir also die Streams werden ungelistet gezeigt, ja. Mhm. Also die ungeklickt Sachen, die mache ich auf ungelistet, damit es nicht zu sehr voll gespammt wird auf dem Kanal. Ja. Aber wenn du auf meinen Kanal drauf gehst, wenn du auf meinen Kanal raufgehst und direkt die erste Zeile runterscrollst, dann kommt eine Sparte, die heißt Gaming-Streams. Ach so, und die lasse ich immer auf öffentlich. Also alle meine Game-Streams lasse ich mal auf öffentlich. Und ich zeige mal ganz kurz, wie das aussieht für die Zuschauer. Ja, das muss man gefühlt studiert haben. Ja, das stimmt. Aber es ist halt ungewohnt zu Twitch, klar. Wenn ich halt Bock habe auf Stream, Digga, dann öffne ich nicht YouTube. Weißt du, das ist in einem drinne. Wenn ich Bock habe auf Videos gucken, gehe ich auf YouTube. Wenn ich aber denke, oh, jetzt Bock auf den Stream, mache ich immer Twitch auf, immer. Das ist das gleiche Problem, was ich auch habe. Das ist auch das Problem, was YouTube hat. Ich persönlich, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte jetzt privat irgendwie Smash spielen, ja, auf der Switch. Und ich hab gerade niemanden, der online ist. Dann gehe ich auf Twitch und gucke mir kleine Smash-Streamer an und joine ihre Arena und so überrasche die und spiele mit denen ein bisschen. Auf YouTube kann ich überhaupt keinen Smash-Streamer finden, weil wie soll ich das überhaupt filtern? Wie soll ich, also das ist so, und es gibt ja noch viel weniger.
Es muss auf YouTube, muss es mehr, der Fokus muss viel mehr auf Livestreaming gelegt werden, damit Livestream attraktiv wird. Ja, ist aber auch das, woran man sich gewöhnt hat, beispielsweise. Ne? Ein gutes Beispiel für mich ist, und das werden einige Zuschauer auch nachvollziehen können, ich habe mir so oft vorgenommen, Shroud auf Mixer weiter zu gucken, weil ich ihn einfach so gerne gucke, Digga. Ich mag ihn so gerne. Aber ich vergesse es einfach. Ja. Ich sitze am PC und denke mir, oh cool, ich habe jetzt Bock, einen Stream zu gucken. Und dann lande ich auf Twitch und suche mir bei Twitch jemanden raus. Ja, geht mir genauso. Mein Kopf ist gar nicht bei Mixer, Digga. Ja, ich habe tatsächlich auch auf Twitch habe ich Mixer und Short öfters mal zugeschaut. Ich hatte sogar Ninja und Short habe ich sogar öfter zugeschaut. Ich habe bei Ninja war ich sogar Sub und habe sogar, obwohl ich überhaupt selber gar kein Fortnite gezockt habe, habe ich sogar ab und zu seine Streams richtig enjoyed und ab und zu reingeschaut. Auch bei TFU habe ich öfters Fortnite reingeschaut. Schreib mal was bei TFU rein, ich bann dich weg. Ja, mach das. Warte. Lol, du bist der Mod? Ja, ich bin der Mod. Ich weiß nicht, ob ich bei TFU noch Sub bin. Ich glaube, er ist ja offline, warte mal. Ja, schreib mal was rein, kurz. Ja, Sekunde, ich muss kurz rübergehen. TFU. Er wollte erstmal auf Hermann-Band. So. Moment. Ah, dieses neue Twitch-Design, Alter. Chat. Ah, nee, aber verlängern. Digga, ich bin kein... Hallo. Ach, man kann sogar offline nur Sub können reinschreiben. Ich bin gerade kein Sub. Ja, dann Sub und ich bann dich. Ja, warte, dann zapp ich mal schnell. Moment. Moment. Ja, let's go. Ganz kurz hier mal schnell reinsubben. Land des Wohnorts Portugal, man kennt ihn. So. Bam, 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 bam. Eine Sekunde lädt. Ach so, warte, du musst nicht subben. Nicht? Ach, du hättest Sub aufmachen können, ne? Ja, oh, du bist doch Motto. Und warte, hast du gerade bei TFU den Sub-Modus einfach ausgemacht? Ja. Hallo. Ja, guck, ich bin schon 4 Monate in Folge, pass auf. Ich mach kurz einmal, teile ich das. Soll ich dich bannen oder was? Ja, bann mal rein. Aber ich war bei TFU, war ich auch 3 Monate Sub, so gesehen, weißt du? Nein, ich bann dich nicht. Und ja, ist kein Problem. Auf jeden Fall, ich habe die Leute, also Ninjas, TFU und so, habe ich auf Twitch auch gerne verfolgt, aber seit Ninja und Short weg sind, gucke ich auch gar nicht mehr rein. Also auf Mixer gucke ich wirklich gar nicht rein. Also das. Ich wollte dazu mal eine Frage stellen. Hast du, das ist ja das, was Monte jetzt gesagt hat oder Monte gefragt hat, hast du von anderen Leuten um dich rum, Zuschauern, Kollegen, was auch immer, öfter mal die Fragen gekriegt und gesagt, Alter, warum. Ich hab dich damals übel gefeiert oder ich habe dich damals sehr konsumiert. Seitdem du auf YouTube streamst, habe ich dich irgendwie aus den Augen verloren. Alle paar Mal sehe ich das, aber das wäre cooler, wenn du auf YouTube, wenn du zurück auf Twitch kommen würdest. Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall öfters gelesen. Auch der Wechsel alleine schon war natürlich auch ein Riesendrama, weil ich hatte Leute, die waren gefühlt 50 Monate Sub oder 60 Monate Sub, sowas, weißt du? Und, oder ich glaube sogar, ist keine Ahnung, auf jeden Fall, es gab so richtige Urgesteine. Ich habe ja Twitch schon irgendwie. Relativ am Anfang hatte ich mir einen Account gemacht. Es gab Leute, die waren von Anfang an Sub. Und als ich dann gewechselt, also ich gesagt habe, ich würde gerne zu YouTube wechseln, ich würde es gerne ausprobieren, waren natürlich sehr viele Leute enttäuscht. Damals im Twitch-Chat haben sehr viele Leute auch gesagt, nee, jetzt fühle ich nicht die Entscheidung. Und es gibt auch welche Leute, die ich sehr, sehr selten jetzt nur noch im Chat sehe oder fast gar nicht mehr, die auf Twitch fast jeden Tag dabei waren. Klar, ich habe ein paar Leute, die auf jeden Fall die Entscheidung nicht gefühlt haben und nicht mitgekommen sind. Aber seit ich auf YouTube bin, muss ich sagen, machen mir die Livestreams wirklich, und das ist jetzt nicht irgendein Gelaber, machen mir die Livestreams viel mehr Spaß, weil ich jetzt einen viel engeren Bezug zu dieser YouTube-Community bekommen habe, zu der, wo ja quasi auch meine Wurzeln liegen, weil ich bin ja erst auf YouTube, ich weiß nicht, ich hatte auf YouTube, glaube ich, 50.000 Abonnenten, als ich das erste Mal auf Twitch gestreamt habe. Also ich war ja eher einer dieser YouTuber, die ab und zu auf Twitch gestreamt haben als Event-Streamer, und irgendwann bin ich dann komplett auf Twitch gewechselt und dann habe ich gesagt, ey, ich gehe wieder zurück zu YouTube. Und dass ich jetzt dieses Gefühl habe, dass ich die Leute, die auch die Videos gucken, die Leute, die auf meinem Kanal rumlungern, dass ich die besser kennenlerne durch die Streams auch, vor allem durch die langen Gaming-Streams, wo man morgens um 5 Uhr noch sitzt mit den Leuten, das finde ich so geil. Und vor allem die Leute, die Subs sind, siehst du auch in den Kommentaren unter den Videos. Das heißt, wenn jemand in einen Kommentar schreibt und der ist Sub, dann hat er trotzdem dieses Badge und dann sehe ich, ah, das ist der aus dem Livestream. Und das ist auch cool, wenn du dann Videos hochlädst, weil dann siehst du die Leute aus dem Livestream, weißt du, das ist immer so eine, das ist nochmal diese andere Gruppe, diese Livestream-Zuschauer sind nochmal eine andere Gruppe als die, die auch nur die Videos gucken. Gibt es beides trotzdem. Und es ist irgendwie cool, die Leute da wiederzusehen. Also ich muss sagen, ich fühle das richtig. Ich fühle mich auch richtig wohl. Ich habe noch mal kurz was. Ganz kurz sagen, egal wie sehr wir uns über deine YouTube-Streams unterhalten und egal wie sehr du mehr versuchst zu erklären, wie sehr du YouTube-Streams fühlst, ich
ich disrespekte dich damit nicht, aber ich kann das einfach nicht ernst nehmen, Digga. Nicht, weil ich dir nicht glaube, was du sagst, sondern ich kann einfach nicht verstehen, wie man YouTube-Streams feiert. Ich verstehe. Mit dieser Kommentarfunktion. Wenn man vorher aber von Twitch gekommen ist, Digga. Warte mal ganz kurz, kurzer Break. Ja. Monte, ich gebe dir einen Aspekt, den du fühlen wirst. Ich habe letzten Freitag auf Twitch, auf YouTube gestreamt. Und ich habe das erste Mal seit Jahren, oder doch, ich sage seit Jahren, buchstäblich seit Jahren, also mehr als einem Jahr, das Gefühl gehabt, dass ich nicht darauf achten muss, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Und dass ich nicht darauf achten muss, dass es jetzt eine Titte kommt. Oder dass jetzt dass irgendein YouTube-Video mit einem Arsch kommt. Weil YouTube ist das scheißegal. Das passiert. Oh, Digga, sei mir nicht sauer, Stay, aber den Punkt fühle ich gar nicht. Ja, du hast auf YouTube, schon. Auf YouTube gibt es genauso viele Regeln. Auf YouTube gibt es genauso viele Sachen, die dich abfacken, Digga. Das kam dir in dem Moment so vor. Ah. Aber glaub es mir. Das fühle ich nicht, Digga. Hm. Alleine wegen Musik. Schon auf YouTube, Digga. Okay, aber das ist ein Argument. Ist Musik auf Twitch jetzt nicht also auch schwieriger geworden, oder ist es egal? Nee, überhaupt nicht. Das ist schon das Gleiche. Chopin-Kuss. Das Musikding ist halt das Problem, dass jetzt halt ein paar Labels wieder reingeknallt haben. Aber die Problematik dahinter ist, das passiert alle Vierteljahr mal. Und das hat sich nie was geändert. Und jetzt gab es halt für viele Leute Probleme, die dann halt alle sie Panik geschoben haben. Aber die Regelung ist schon, die gibt es schon seit 2014, Alter. Die ist schon DMCA. Du kannst dir Mucke hören, du kannst dir Sachen hören, du darfst halt dich nur nicht erwischen lassen. So ein Ding ist das. Ja, also ich persönlich, ich höre meistens die Musik im Spiel, also die Ingame-Musik und so. Und wenn, dann mache ich irgendwelche copyright-freie Songs an. Mich stört es nicht. Ich habe auf Twitch auch schon ungerne copyrighted Musik gehört, weil ich wollte nicht, dass Parts vom Stream dann später gemutet sind. Natürlich, ja. Und deswegen habe ich, also das war für mich nie ein Problem. Aber was Day so angerissen hat, natürlich auf YouTube gibt es auch Richtlinien zu Ärschen und Titten und Verletzungen und sowas, wie auf Twitch. Aber was du auf YouTube darfst, ist über andere Streamer reden, was du willst. Und das finde ich sehr, das finde ich sehr angenehm. Da hat er mich einfach an der Angel. Hat er mich einfach an der Angel. Ja. Ganz kurze Frage. Dürftest du auf YouTube in deinem Stream dir beispielsweise ein Geburtenvideo angucken oder ein Brazilian Hair Waxing Video, wo man eine Pussy sieht? Kommt drauf an, ob das Originalvideo einen, ich sag mal, so wissenschaftlichen Hintergrund hat oder so einen bildenden Hintergrund und ob du dann auch die Reaktion so bildend gestaltest, dass du zum Beispiel sowas sagst, hey, heute gucken wir uns mal das an, weil ich habe mitbekommen, dass sehr viele Aufklärungen in dem Bereich nötig haben und wir gucken uns das jetzt gemeinsam an und bleiben da ganz ernst und so, dann dürfte man das, wenn man es begründen kann, auf jeden Fall in der Größenordnung, in der wir alle drei zu tun haben, da würde man keine Konsequenzen facen müssen. Mhm. Das dürfte man machen. Du dürftest dir unter gewissen Aspekten auf YouTube ein Video angucken, wo sich die Alte die Pflaume und den Arsch wechseln lässt. Ja, wenn das Originalvideo auf YouTube ist, ja, dann dürftest du es machen. Du müsstest wahrscheinlich ab 18 schalten, aber es wäre in Ordnung. Wenn es keinen sexuellen Hintergrund hat, sondern eher einen bildenden Hintergrund. Ja. Nächster Stream wieder auf YouTube, alles klar. Ja, Digga, da sehe ich mich aber drin. Nur noch Reaction auf die Team-Waxing. Auf die Team-Waxing, let's go. Ja, aber letztendlich, ich möchte auch nicht irgendwie der Sprecher für YouTube hier sein. Ich finde Twitch auch eine super starke, ich finde Twitch ist sogar die stärkere Stream-Plattform, habe ich ja eben auch gesagt. Twitch hat, was Streaming angeht, einfach die Nase vorn bei weitem. Ich hoffe, dass YouTube da ein bisschen nachzieht. Früher habe ich für einen Moment gedacht, du bist abgehauen. Muss ich auch nochmal sagen, war damals unkorrekt von mir, wo ich einmal die Aktion gemacht habe, wo du sowieso wenig auf. Nee, das war auch so eine Arschloch-Aktion. Ich weiß gar nicht, ob die Stay mitbekommen habt. Huch. Und die Zuschauer daran erinnern. Damals haben mir noch 2000 Follower gefehlt, um Nummer 1 zu sein auf Twitch. Ja, wo ich noch 2000 Follower mehr hatte, hast du gesagt. Ja, entfollowt alle mal dem Unge, damit ich der Erste, damit ich Platz 1 bin, so mäßig. Au. Ja. Also ich muss korrigieren, so habe ich es nicht ganz gesagt. Es war unkorrekt, wie ich es gesagt habe. Oder wie, das war ein unkorrekter Schatz. Ich habe gesagt, wenn ihr seinen Stream sowieso nicht mehr schaut, dann könnt ihr ihm auch entfolgen. Uff. Ja. Das war aber auch unkorrekt, habe ich mich auch bei Simon dafür entschuldigt. Aber ich fand die Art und Weise, wie du es gesagt hast, fand ich nicht nice, aber war kein schlimmer Grund oder sowas. Nee, aber das war unkorrekt, dafür habe ich mich auch bei dir entschuldigt. Ja. Also, gefühlt eine Woche später bist du im Übrigen abgehauen von Twitch, Digga. Ja, zu der Zeit war ich ja auf Twitch schon inaktiv. Also das war ja spielt keine Rolle. Das war unkorrekt, Chat. Aber damals war ich so gierig darauf, endlich der meistgefolgte Channel zu sein.
und habe mir da auch nichts bei groß gedacht. Ich weiß doch ganz genau, sie hat mir so eine Nachricht geschickt. Ich hab ihm WhatsApp einfach privat geschrieben, hey, die Aktion war nicht korrekt, fertig. So, und also, ich habe mich auch sofort dafür entschuldigt, Digga, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht korrekt gewesen. Ja, ja. Weil ich hätte es so oder so geschafft. Ja, ja, das hättest du nicht nötig gehabt. Das war ich, so, ja. Unkorrekter Schachzug meinerseits. Ja, weil ich auf Twitch eh nicht mehr aktiv war und du hättest eh einfach nicht nötig gehabt, sowas dann noch zu bringen. Ja, ja, ja. Aber ist scheißegal, scheißegal. Ist egal. Ich habe doch in der Zeit, wo ich inaktiv war, habe ich irgendwie noch irgendwie die Millionen geknackt auf Twitch, fand ich nice und das ist okay. Das war so ganz lustig, dass ich also ohne Content zu produzieren da auf der Plattform weitergewachsen bin. Ich glaube, bis heute wissen Leute nicht, dass ich nicht auf Twitch streame. Also es gibt immer Leute, die sind immer 20 Uhr bei mir im Twitch-Chat und sagen so, hä, was ist los? Ja, ja. Das ist auch mehr ein Meme, oder? Du gehörst auch auf Twitch, Digga, sag dir ehrlich. Für mich gehörst du auf Twitch und ich finde auch rein wirtschaftlich gesehen jetzt, klar, verdient man auf YouTube auch gutes Geld, aber es sind auch zwei Standpunkt-Dinger, so, weißt du? Zwei unabhängig voneinander unabhängige Firmen, will ich jetzt mal sagen, die beide unterschiedlich Geld einbringen. Mhm. Und da muss ich, da würde ich auch mal was sagen, was für mich eigentlich auch am sinnigsten ist. Gehen wir mal davon aus, YouTube macht die Schotten dicht für dich. Oder gehen wir mal davon aus, du streamst auf YouTube und lädst auch deine YouTube-Videos hoch und irgendwas passiert, was dazu führt, dass die Monetarisierung nicht mehr geht. Dann wäre es doch besser, wenn du deinen Livestream auf einer Plattform machst, die mit deinen YouTube-Videos nichts zu tun hat, weil du dann zwei unterschiedliche Einkommensstrukturen hast, die nicht dafür sorgen, dass du nur von einer Person, aus einer Person bezahlt wirst, was halt vielleicht nicht so clever ist. Es ist immer gut, sich divers aufzustellen, aber YouTube ist nicht mehr seit ungefähr anderthalb Jahren eh nicht mehr mein Hauptbusiness. Ich verdiene gutes Geld mit YouTube, aber ich habe durch andere Sachen mehr verdient und ich bin finanziell nicht davon abhängig, auf welcher Plattform ich bin. Immobilien, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, tatsächlich, Elon Musk hat auf jeden Fall gut geholfen, sag ich mal so. Tesla, alles klar. Lass uns jetzt nicht da so im Regen stehen. Hä? Ich dachte, achso, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Nee, ich hatte einfach ein bisschen glückliches Händchen mit ein paar Aktien. Also erst mit so einer veganen Fleischaktie und dann nochmal Tesla. Und das war, weil es kurz vor dir hochgegangen ist. Und ich Aber Aktien verkauft man ja theoretisch. Das heißt, also ich will da nicht zu nah oder zu viele Informationen. Also willst du jetzt damit nur kurz sagen, dass du momentan gutes Geld damit verdienst, indem du. Nee, ich habe gutes Geld. Ich habe gutes Geld damit verdient und mit dem Kapital. Das also mit Immobilien und das übliche, was man solche mit Sachen, gut, genau. Okay, verstehe ich. Das ist alles entspannt. Also ich bin nicht mehr finanziell nicht sagen, von YouTube oder Twitch abhängig. Aber du verdienst, also du machst ja trotzdem noch deine 50 Mille im Monat von YouTube, Digga, bei den Klicks. Kannst mir nicht sagen, dass das ein kleiner Klecks auf dem ist, was du nebenbei noch verdienst. Nee, das ist, also YouTube ist tatsächlich die kleinste Einnahmequelle. What? Möglich. Aber ich bin trotzdem dankbar für das, was mit YouTube rumkommt. Das ist mega. Also ich beschwer mich nicht. Also YouTube ist eine super nice Sache. Aber ich sage euch, monetär lohnt es sich für mich, für meine Situation, am meisten auf YouTube zu streamen. Also unabhängig davon, dass ich auf YouTube gerne streame, ist es für mich auch der wirtschaftlich sinnvollste Schritt. Aber ich bin auch der Meinung, dass es natürlich immer gut ist, sich divers aufzustellen. Das heißt, wenn du auf Twitch streamst oder auf YouTube Videos hochlädst, ist für viele auch der richtige Weg. Und man weiß auch nicht, vielleicht bin ich in der Zukunft auch wieder auf Twitch oder was auch immer. Jetzt gerade bin ich einfach nur sehr zufrieden auf YouTube und wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Aber ich mache das wirklich, also das ist wirklich einfach mein Hobby. Ich liebe das einfach. Ich mache es einfach just for fun. Und natürlich, wenn man mit seinem Hobby noch Geld verdienen kann, muss ich euch ja nicht erzählen, ist schön. So. Okay. Krass, ich bin, Alter, fuck mal live, ihr seid alle so. Gleich Hartz IV an, Digga, so viel. So ist es. Ich lebe halt unter einer Brücke im Vergleich dazu, Alter. Ich zieh zur Solution oder die Brücke in Hamburg. Also, wenn du jetzt davon ausgehst, dass 50 Mille mit YouTuber rumkommen, dann wäre ja schon meistens ein Partner da drüber. Dann wäre YouTube auf jeden Fall die kleinste Einnahmestelle. Wie ein Partner von dir, ein Partner dazu. Entschuldigung? Ja, sagen wir mal eine Kooperation als Beispiel. Bruder, du willst mir nicht sagen, dass du für deine Katzenohren 50 Mille im Monat kriegst. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Partner du hast. Maschallah! Also, bitte. Da würde ich mir aber auch ein paar süße Kätzchen-Ohrchen auf mein Headset kleben, sage ich dir ehrlich. Oh, aber das nur ganz kurz, ich weiß wirklich nicht. Jetzt Wir driften jetzt auch vom Thema Stream-Plattform, driften wir gerade ein anderes Thema ab. Also das ist einfach.
Aber Simon, ganz kurz nur, falls du sagen möchtest, mit wem bist du gepartnert, außer mit Razer? Nee, mit Razer aktuell gepartnert, genau. Und halt Placements hier und da, ne? Ja, gut, okay, das Placement gutes Geld abwerfen, das ist mir ja klar. Ja? Und manche Partner werfen auch gutes Geld ab, sag ich mal so. Naja, das ist klar, natürlich, Digga. Ja. Jo. Also, ich bin gerade ein bisschen. Also, schwierig, ist halt scheiße. Scheiß Bonzen, herrlich. Alter. Das Ding ist halt einfach, ich fühle mich auch gerade, Digga, ich hab vor 2-3 Monaten einfach 30.000 in Bitcoins investiert, Digga. Hab gedacht, mach ich das Geschäft meines Lebens. Die Scheiße regt sich seit 3 Monaten überhaupt nicht, Digga. Hab immer noch das gleiche Cash da drauf. Hat nicht 1 Euro plus gefühlt gemacht, Digga. Investitionsmund. Könnte jetzt hochgehen, könnte hochgehen. Hast du einen Finanzberater, Wonder? Kann ich dir wärmstens empfehlen, weil das sind wirklich Leute, die kümmern sich den ganzen Tag darum und du hast dann weniger Arbeit und mehr Freizeit. Dem Hurensohn vertraue ich nicht, Digga. Wenn du einen guten Finanzberater hast, ist wirklich fast wie ein guter Steuerberater. Das lohnt sich richtig. Nee, die ziehen mir das Geld ab, Digga. Soll ich dir sagen, was mein Investitionsberater ist, Digga? Ja, erzähl. Die Bücher. Okay, der Schlag. Ja, okay. Kann ich appreciaten, diesen Finanzberater. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, kann ich auch meinem Livestream, also habe ich schon mal gesagt, ich habe nie vorgehabt mit dem, was ich mache, und wir wissen alle, dass wir einen Haufen Geld verdienen, viel, viel mehr, als man viele sich da draußen vorstellen können. Wir reden hier nicht über 10, 20, 30.000 im Monat, die man manchmal macht, sondern mehr. Wir verdienen einen Haufen Geld, aber ich lebe mein Leben, Digga, und ich wollte immer für mich persönlich schon vor 4 Jahren, 5 Jahren, als ich damit noch nicht viel Geld verdient habe und auch jetzt, war immer mein Ziel Immobilien. So, ich habe mir 2 Wohnungen gekauft, habe mir ein Haus gekauft. Das war immer mein Ziel und alles andere ist einfach Leben, Digga. Und wenn ich in 2 Jahren pleite bin und kein Geld mehr habe und schon beim Finanzamt, aber trotzdem meine Immobilie noch weiterhin habe und ein bisschen Schulden auf Raten bezahle, sondern ist es für mich in Ordnung, Digga. Habe ich mein Leben gelebt. Was in einem halben Jahr ist, das weiß ich nicht. Ich habe mir auch auf den Kopf gehauen, jetzt in der Corona-Krise haben ein paar Leute zu mir gesagt, Digi, Mercedes-Aktien, investier da rein. Puff, investier da ein bisschen rein. Ich bin da immer, ich bin da auch dumm, muss ich sagen. Dann denke ich mir immer, ich habe Angst, 20 Mille zu verballern. War dann aber irgendwie gefühlt 2 Monate vorher, 2 Tage in Schenefeld und habe da 20.000 verballert am Automat. Dann denke ich mir auch immer, wie dumm bist du eigentlich, Monte? Investier doch mal, riskier da. Da habe ich noch eine Scheu vor Aktien. Mein Onkel hat sich damals mies verbrannt, zum Beispiel in Aktien. Ich muss jetzt zum Thema Aktien allgemein mal kurz was sagen. Ich würde dir allgemein nicht empfehlen, in Einzelaktien zu investieren. Also ich hatte manche Einzelaktien, wie zum Beispiel jetzt Beyond Meat oder Tesla, okay, da habe ich glücklich jetzt Händchen mit gehabt, aber Einzelaktien sind immer ein super Risiko. Also es ist eigentlich wie am Spielautomat ranzugehen. Das ist, also wenn du dich mit Aktien auseinandersetzt, dann guck dir mal Sachen zu ETFs an und zu bestimmten Fonds und sowas. Weil Einzelaktien sind immer einfach nur letztendlich Glücksspiel. Also würde ich niemandem empfehlen. Absolut, also niemandem. Aber ein Glücksspiel sehe ich mich. Ja, dann Einzelaktien. Rein in die Einzelaktien. Dann rein in die Einzelaktien. Und dann shorten, was das Zeug hält. Ja, aber ja, es ist spannend. Man könnte sich definitiv deutlich besser damit befassen, das stimmt schon. Aber ja. Es muss ja auch immer das sein, was einem Spaß macht. Also wenn das Simon, ich glaube, du stimmst mir zu, man muss dafür auch reif genug sein und bereit sein. Und Geld zu verdoppeln ist natürlich eine Sache, aber bis jetzt habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Meine Investitionen, und das ist ja nichts Verkehrtes, sind aktuell Immobilien. Sind im Moment beispielsweise Schmuck, Gold. Ja, ist auch voll vernünftig. Auch Immobilien, völlig in Ordnung, ne? Immobilien, Gold und Aktien oder Wertpapiere ist immer gut, die alle drei Standbeine zu diversifizieren. Wenn eins wegbricht, ist immer auch dein Geld nicht verloren, so gesehen. Ist okay. Ja, ich will nicht sagen, dass ich Geld nicht gut investiert habe. Ich habe mir Schmuck gekauft, etc. Gold auch zu einer Zeit vor 1,5-2 Jahren, wo er noch wesentlich günstiger war als jetzt. Aber ich find's cool, Digga, dass du dein Geld damit auch anders gemacht hast mit Aktien und so. Ich kenne viele, die jetzt zum Beispiel in die Mercedes-Aktie während der Corona-Krise 20, 30 Mille rein investiert haben und das Doppelte oder mehr rausgeholt haben, ne? Da beißt man sich dann natürlich immer auf den Kopf. Memo sagt zu mir, Digga, hier, der und der hat gesagt, investier ein bisschen in die Mercedes-Aktien. Ich sag zu ihm, Aktien gefährlich, weiß nicht, kenne mich nicht mit aus. Und 2-3 Wochen später hauen wir uns beide auf den Kopf und sagen, oh scheiße, hätten wir da mal rein investiert. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, weil man sich dann denkt, oh hätte ich mal, weil man sieht, es wirft Gewinn ab. Hätte die Mercedes-Aktie aber keinen Gewinn abgeschmissen, hätte man gesagt, oh gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, das ist halt immer Glückssache. Du hast ja auch eine Rolex. Wie viele Rolex-Uhren hast du? Eine?
Ich habe mehrere, aber die sind ja alle aus Istanbul. Okay, gut. Sagen wir, du hast mehrere von türkische Bazar. Und die es gibt aber manche auch Rolex- Wertsteigerung. Wirklich, genau, es gibt manche gute Rolex-Modelle, die sind so im Wert gestiegen. Nicht jedes Rolex-Modell, aber manche Rolex-Modelle, die steigen so im Wert, das ist auch eine gute Wertanlage zum Beispiel. Also das ist auch nicht verkehrt. Ne? Also, ja, wenn selbst wenn sie nicht groß im Wert steigen, sie halten aber ihren Wert. Ja. Ja. Es ist ja halt einfach, angenommen, du kaufst jetzt eine echte Rolex, sagen wir mal für 30.000 oder so, und ein Jahr später ist sie aber eigentlich gefühlt, zumindest jetzt die letzten Jahre, immer noch 30.000 wert. Also das heißt, du hast die ganze Zeit Geld dabei gehabt, was aber an Wert nicht verloren hat. Das ist, ja. Montana Weise, so ist es, ja. Ja, also es ist halt letztendlich, jeder muss auch das, ich finde, Investitionen sollte man auch immer so ein bisschen in dem Bereich machen, wo man sich auch wirklich irgendwie wohlfühlt und auskennt, weil das macht auch viel aus. Ganz und ich persönlich habe keine einzige Rolex und ich habe auch keine teuren Uhren. Ich habe in Gold so investiert, also Gold und Edelmetalle einfach so als Rohware. Und weil ich einfach die Uhren nicht fühle und ich weiß, dass es Rolex-Modelle gibt, die steigen an Wert, aber ich weiß auch nicht, ob das eine Bubble ist und bla. Und deswegen, ich persönlich bin einfach kein Uhrenfreund und deswegen habe ich da auch keinen Fuß reingesetzt. So. Und deswegen, ja, aber trotzdem mal alle, die das gemacht haben und da jetzt gerade eine stabile Wertanlage haben, auch gut. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also alles ist. Ganz kurz, Stay. Hä? Oh, sorry. Was hast du denn investiert? In dein Brillenmodell, was du umgekehrt aufgehört hast? Scheiße, hast du meinen Stream offen? Ich hab meinen Stream offen, ja. Ich fühle mich so verloren bei dem Thema, weil ich der übelste Pleb bin. Aber du hast ja auch ein paar Uhren, ne? Ja, aber ich hole mir nicht. Also ich bin nicht so in dem. Also, ich sag mal ganz ehrlich, ich bin nicht in dem Investitionsding drin. Stay investiert dein Geld in Nutten und Koks. Ist das richtig, Stay? Nee. Haben wir dich da? Stay geht's so gut? Glaub mir, dem geht's so gut? Oder glaubst du wirklich, ein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde in einem Twitch-Stream mit einem Mixer-T-Shirt sitzen, wenn der nicht mehrfacher Millionär schon ist? Ja, das würde ich auch sonst bezweifeln. Ja, sehe ich auch. Dem geht's sehr gut. Besser als uns beiden. Ja, er kann sich alles erlauben. Ja. Er hat nämlich in die CSGO-Aktien rein investiert. Deswegen spielt er das Scheiß-Game immer noch. Oh mein Gott. Noob-Gameplay. Ja, er hat einfach Skins geholt ohne Ende. Und ja, er hat Skins krank investiert, die er dann im Stream verlost gegen Subs. Fight stay weise. Okay. Lass uns mal ein Fazit zu der Dings machen. Beginn du mal, wir haben so viel geredet. Ich gehe pissen, aber ich höre euch. Okay. Aber hör mich auch, das ist die Frage. Ich möchte die Tröpfchen hören. Willst du mich hören, Simon? Oh, ja, nee. Ich will. Nein, ich will. Nein, ich mache ihn nicht, besser nicht. Bitte! Nee, alles gut, das ist vielleicht auf YouTube erlaubt, aber nicht auf Twitch. Das Fazit zu der ganzen Situation rund um Mixer. Also mein persönlicher Schnitt dazu ist, es ist super schade für alle von uns, also sowohl für die Streamer von YouTube als auch für die Streamer von Twitch, dass eine weitere Plattform eingestellt wurde. Und Facebook Gaming ist keine Alternative, leider. In westlichen Ländern würde ich auch sagen, nein. Also in südostasiatischen Ländern, Indonesien, Südamerika, da ist Facebook noch ein Ding. Ein großes Ding. Aber in Nordamerika, Europa ist juckt. Also da ist Facebook eher was für Mama, Papa so mäßig in die Richtung. Genau, für Frauen mittleren Alters, die ihre Menstruationsbeschwerden haben und deswegen denken, fuck, jetzt hole ich mir mal so eine Tablette, die von der Facebook-Werbung kam. Und deswegen, und Rechte. Aber dass Mixer halt nicht mehr existiert, ist für alle schlecht, weil Konkurrenz, du hast es vorhin schon gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz macht uns alle, macht das gesamte Ding besser. Und gerade für Twitch, denn YouTube ist noch nicht an dem Punkt, an dem es komplett mithalten kann. Ich würde mir aber auch wünschen, dass YouTube mithalten kann. Deswegen finde ich es gut, dass du das streamst. Deswegen habe ich selber irgendwann mal drauf gestreamt. Irgendwer muss es machen. Irgendwer muss diesen beschissenen Chat lesen, ganz ehrlich. So ist es, Leute. Aber erst wenn wir richtige Konkurrenz haben und wenn wir so ein annähernd 50-50-Modell haben des Marktes, erst dann werden wir am meisten davon profitieren, weil dann die Plattformen darum kämpfen müssen, nicht nur die Zuschauer am Ball zu halten mit innovativen Ideen, sondern auch die Streamer mit Support, mit Marketing oder mit Sachen, die sie geil finden, mit Sachen, die sie umsetzen können, mit Innovation und allgemein einem coolen Livestream-Erlebnis. Und das rückt nochmal in weitere Ferne, weil wir einen Player verloren haben. Schade. Ja, und gerade für die kleinen Streamer nochmal, das ist richtig abgefuckt, Alter. Ja, die sind jetzt am Arsch. Aber ich sag mal so, wer freiwillig auf Mixer zugeschaut hat, der wird auch den Wechsel zu Twitch oder YouTube mitmachen. Hoffentlich. Ja, also ich drück denen die Daumen, den kleinen. Aber denkt ihr, das wollte ich vorhin schon sagen, denkt ihr, dass
Twitch, Shroud oder Ninja einen Vertrag anbieten würden? Also sehr, sehr, Vertrag? Ja, sehr, sehr große Frage. Sehr, sehr große Frage. Also ich habe da eine relativ starke Position zu. Dann fang du an. Ninja nicht, aber Shroud auf jeden Fall. Shroud hat nämlich nicht so viel Kontroversen entstehen lassen, nachdem er gegangen ist. Mhm. Und was ein großer Unterschied ist, als Ninja zu Mixer gegangen ist, hat jeder gedacht, jetzt wird Mixer groß mit Ninja, weil er die trägt. Es hat sich aber in einem Jahr herausgestellt, dass Ninja genauso klein und irrelevant geworden ist, wie jeder andere geworden wäre. Und deswegen ist Twitch in der einmaligen Position, in der sie in Vertragsverhandlungen sagen können, hey, du bist damals gegangen, weil du gedacht hast, du kannst das alleine tragen und du hast dich mehr oder weniger öffentlich blamiert damit, weil jeder gesehen hat, dass du es nicht schaffst. Und du hast deswegen, also das werden sie nicht sagen, aber du hast deswegen verwirkt, einen heftigen Megadeal zu bekommen. Ja, fände ich persönlich, muss ich sagen, von Twitch vernünftig, wenn sie so reagieren würden, weil letztendlich hat Ninja bewiesen, er braucht Twitch und nicht umgekehrt. Korrekt. Ohne Ninja ist Twitch sogar jetzt noch deutlich gewachsen, deutlich größer geworden, viel mehr Streamer haben da angefangen und Ninja hat gar keine Rolle gespielt bei Mixer eigentlich und auch bei Twitch dann nicht mehr. Er ist zwar immer noch der meist gefollowte Streamer auf Twitch, glaube ich, ne, mit fast 15 Millionen Followern. Der hat ja auch den Hype des Jahrhunderts, aber Fortnite, ja. Er war nicht, also da, nachdem er gegangen war, lief alles wie gewohnt weiter so und ja, er braucht Twitch und nicht umgekehrt und deswegen glaube ich auch nicht, dass Twitch, also das hat, Twitch hat jetzt die beste Verhandlungsposition überhaupt. Ich denke auch, ja. Ich denke sogar, dass Twitch vielleicht sagen könnte, wird es wieder anfangen zu streamen. Die und die Voraussetzungen hast du früher gehabt, die gibt es nicht mehr. Also, viele schreiben jetzt auch bei mir im Chat, was juckt das Ninja? Der ist Multimillionär. Ich sage euch nur eins, ich war nie in der Position, 30 Millionen auf dem Konto zu haben und auch nicht mal einen Bruchteil davon. Mhm. Aber Geld kann dich zwar für einen gewissen Moment glücklich machen, aber Geld wird dir niemals ein Zufriedenheitsgefühl geben, wie einen guten Stream auf Twitch beispielsweise jetzt. Oder und auf YouTube. Oder ein guter Stream allgemein. Das habe ich gehört, was Simon gesagt hat, da hat gerade der Discord geleckt, aber. aber egal wie viel Geld Ninja auf dem Konto hat, wenn er irgendwo noch seine Leidenschaft und seine Liebe zu Streams hat, dann wird ihn das schon jucken, wo er in Zukunft vielleicht wieder streamt. Hoffe ich einfach mal. Weil, Digga, das ganze Geld aufkommt, das kann dich für einen Moment glücklich machen, aber deine Liebe und deine Leidenschaft, das Gefühl von einem guten Stream, das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Und deswegen glaube ich schon, dass Ninja das jetzt juckt, wo er aktuell streamt oder nicht, auch wenn er Twitch schon mal das Messer in den Rücken gestochen hat. Vielleicht hat er ja auch wirklich gedacht, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, vielleicht hat er auch wirklich gedacht, Digga, die bieten mir hier 30 Millionen für einen 3-Jahres-Vertrag, das sind 10 Millionen pro Jahr. Rechnen wir nochmal Steuern runter, ich weiß nicht, was er in Amerika an Steuern mehr zahlt. Sagen wir, am Ende bleiben 6, 7 Millionen, ich weiß nicht, ich glaube, Steuersätze sind dann geringer, sicher bin ich mir nicht. Sagen wir mal, er hat auch nur die Hälfte. Er verdient 5 Millionen im Jahr mit Stream, das sind dann nach steuerlichen Abzügen in 3 Jahren 15 Millionen. Und er hat vielleicht wirklich auch gedacht, davon gehe ich wirklich aus, er hat wirklich vielleicht gedacht, dass er mit der Reichweite, die er damals auf Twitch hat, auf Mixer was bewegen kann, daraus eine coole Streaming-Plattform macht und auf einmal ganz, ganz viele Leute erfolgreich auf Mixer streamen. Ich glaube schon, dass er gedacht hat, dass Mixer wirklich, dass er und Mixer zusammen wirklich was reißen. Bewegen, ja. Und eine richtige Konkurrenz werden. Das glaube ich auch. Je länger er da war, desto mehr hat er gemerkt, scheiße, Digga, die ganzen 12-Jährigen kommen ja gar nicht hinterher. Ja, es ist schwierig. Er ist irrelevant geworden auf Mixer. Im Verhältnis, zu dem, was er vorher mal war. Ja. Und das genau, tut ihm, glaube ich, auch ein bisschen weh, muss man, denke ich mal. Das tut ihm vielleicht ein bisschen weh, ja. Er reagiert auf jeden Fall sehr sensibel, wenn man ihn auf diese Zahlen dann spricht. Richtig. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, er hat auch was verloren, nämlich einen Partner. Sagen wir jetzt als Beispiel einfach mal, nehmen wir als Beispiel deinen Partner Razer. Razer wird mit Sicherheit keine, beispielsweise 100.000 Ninja bezahlen für Integration auf dem Livestream. Wenn er 3.000 Zuschauer hat. Genau, ja. Richtig. Also er macht natürlich mit Partner wesentlich weniger Geld auf Mixer als auf Twitch. Dafür hat er aber natürlich eine feste Summe, die er monatlich bekommt. Aber ich habe vorhin etwas gesagt und das sage ich jetzt nochmal in dem Gespräch. Und das hört sich erstmal abgehoben an, aber ich glaube,
hätte Mixer beispielsweise mir damals ein gutes Angebot gemacht und ich wäre zu Mixer gewechselt, glaube ich, wären sie fast noch erfolgreicher damit gefahren, wie mit einigen anderen Streamern, die sich aus dem englischsprachigen Raum geholt haben. Weil viele glaube Zuschauer... Glaube ich tatsächlich auch. Würde ich auch sagen. Und ich sage jetzt, warum ich das glaube. Ninjas Hype ist beim Wechsel, also kurz vor dem Wechsel, war der Hype schon etwas weniger. Er hatte davor der diese Mega-Hypes gehabt, wo er mit Drake gestreamt hat. 500.000 Zuschauer, da 300.000, da 150.000. Und die Zeit, kurz bevor er gewechselt hat, hatte er, ich sag mal, unter 50.000 Zuschauer, was immer auch eine ultra krasse Zahl ist. Unter 20.000 sogar. Oder unter 20.000 sogar, ja. Mhm. Und er ist zu einem Zeitpunkt gewechselt, wo sein Hype sowieso schon abgeflacht ist. Und er war, sein Hype ist mit Fortnite gestiegen und gefallen. Und seit Fortnite gefallen ist, mit dem Hype ein bisschen, ist er auch gefallen. Und bei dir ist das es stimmt, unabhängig ja. vom Spiel. Bei dir war Fortnite stark, bei dir ist aber auch jetzt Call of Duty wieder stark. Meine Community ist Stück für Stück gewachsen. Ja. Und mit Sicherheit habe ich auch sehr viele neue Zuschauer dazu bekommen durch Fortnite, keine Frage. Aber die Zahlen waren vor Fortnite schon stabil, sind natürlich noch stabiler geworden während der Fortnite-Zeit, sind aber auch stabil geblieben nach Fortnite. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ninja ist sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden, aber ist auch sehr, sehr klein. Oder was ist sehr, sehr klein, aber ist auch klein wieder geworden, als Fortnite klein geworden ja, ist. Ja, das ist halt die Sache. Ninja war an Fortnite gebunden, weil Ninja war sozusagen dieser lustige Pro-Player, der gut spielt und halt hahaha lustig und noch kinderfreundlich. Aber je größer der geworden ist, desto unerträglicher ist er geworden. Für mein persönliches Verständnis. Ja, weil irgendwie, er wurde so ein bisschen markenabhängig. Also er wollte immer mehr der Good Guy sein, der für jede Marke passt. Ne? Aber da wollen wir jetzt da gar nicht mal lästern. Aber die Sache ist, der Unterschied zwischen Ninja und dir ist, dass du eben auch diese Persönlichkeit mitbringst. Die Leute gucken sich an, was du auf Instagram machst. Die Leute gucken sich an, was du im Real Life machst. Die Leute gucken sich an, wenn du dir ein Haus renovierst oder Glücksspiel oder Fortnite oder Casino oder Call of Duty, egal. Es interessiert auch, was du als Person sagst. Bei Ninja habe ich das Gefühl gehabt, der als Person oder er hat nicht was Spannendes zu erzählen. Also war Ninja der Typ, der für bestimmte Stories oder bestimmte Geschichten... Er hat keinen Personenhype, Digga. Der hatte einen Personenhype wegen seinem Gameplay-Hype, aber der Gameplay-Hype, halt, aber kein Personenhype. Also, die Leute haben sich nicht dafür interessiert, was der... Also nicht so groß, nicht in den Maßen. Genau, und wenn ich jetzt, das wurde mir auch noch nicht mitgeteilt, aber wenn ich jetzt einfach noch mal ganz kurz gucke, und das ist schon auch hart, Chat, ich zeig's euch hier mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier mal schaue, da einige Videos stechen hervor. Aber wenn ich jetzt mal gucke, das ist... Auf YouTube oder wo? Schaust du gerade? Auf YouTube. Das sind Valorant-Videos und. Natürlich Fortnite immer noch stark geklickt. Aber wenn ich jetzt mal gucke, vor 3 Tagen und vor 4 Tagen hat er ein Valorant-Video hochgeladen. Das hat im Durchschnitt 200.000. Digga, der hat 23 Millionen Abonnenten. Und die Videos haben 200.000 Aufrufe, daran sieht man einfach, und das ist auch das Gefährliche, was ich früher mal gesagt habe, du kannst einen Hype durch ein Spiel haben und es können viele Leute kommen, aber die wenigsten schaffen, die Leute auch zu halten. Und das ist der eventuell auch der Unterschied zwischen mir und vielen anderen. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und dann sage ich auch nichts mehr zu. Ich glaube, ich hätte, wenn ich auf Mixer gewechselt wäre, mehr Zuschauer durchschnittlich gehabt als einen Ninja oder einen Shroud. Ja, das glaube ich auch. Also das sehe ich genauso. Ich denke, du hättest vielleicht ein paar Zuschauer verloren, vielleicht 5.000 weniger oder sei es mal 10.000 sein, aber du hättest auf jeden Fall deine konstante Zahl über Ninja auf jeden Fall gehalten, weil ich glaube, dass auf 3.000 würdest du nicht droppen auf Mixer. Ich weiß es nicht, das sind natürlich nur Spekulationen. Aber an der Stelle sagen wir einfach mal ganz kurz, lieber Livestream-Chat, nochmal kurz die Kamera wechseln auf professionell. Ich habe einfach eine sehr, sehr gute, langjährig aufgebaute Community, denen im Grunde scheißegal ist, was ich zocke. Sie enjoyen Monte als Person und das da habe ich Glück gehabt. Und da kann man sagen, was man will, das ist echt korrekt. Ja. Das kann ich auch nur an meine Community wiedergeben. Also bin ich auch sehr dankbar für. Und ja, Küsse gehen raus. Küsse. Stay, willst du auch noch was sagen zu deiner Community? Oder? Nee. Fühle ich, ja. Ich gucke immer nur wegen dem Vorhang. Alles klar. 2 Wochen Bann. Ich finde aber, ich muss auch sagen, Simon, ich finde auch deine Entwicklung heftig. Ich möchte nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Damals, 2014 oder 2015. Meinst du, wo du im Reichstagsteam zu Besuch warst? Nee, das war später. Nee. Das war später. Das war auch eine sehr geile Erfahrung, muss ich dazu sagen. Aber da habe ich
Revi besucht. Da habt ihr noch in dieser WG gewohnt. Ah ja, im YouTube-Haus in Köln, ja. Da haben Tadel und Adi noch unter euch, gewohnt. Und die ganze Bude, das ganze Treppenhaus hat nach Gras gerochen. Uff. Und ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich da hatte. Es waren, denke ich mal, nicht mehr als 100.000. Sicher bin ich mir aber nicht. Und dann hat Revi gesagt, komm, gehen wir noch mal kurz hoch zu Unge. Und damals, 2015, ich weiß nicht mehr ganz genau, da hatte auf jeden Fall Unge, da hattest du, Simon, so einen heftigen Hype gerade. Ja, da hattest du so einen heftigen Hype mit Unge gespielt, mit deinem Kanal. Mit Minecraft dann, damals, ne? Minecraft. Ja. Und dann, weiß ich noch, sind wir hochgegangen und ich war aufgeregt wie sonst was. Da hattet ihr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, hattest du in deinem Kühlschrank Dr. Pepper Energy. Ja, genau. Da war ich so aufgeregt und so nervös, Simon das erste Mal gesehen zu haben. Und ich glaube, wir sind an dem Abend noch bowlen gegangen. Bowlen oder Kegeln. Ja. Und haben uns auch gut verstanden. Und dann habe ich ganz auf schüchtern zum Schluss noch gefragt, Simon, können wir vielleicht auch ein Foto machen? Da hatte ich so ein richtiges, wackes Pullover an, den ich mir einfach auf dumm bestelle, mit einer amerikanischen Flagge drauf. Das weiß ich doch. Das Bild habe ich aber bei Instagram irgendwann mal gelöscht. Ich weiß auch noch, als wir da bowlen waren, da gab es, wenn du reinkommst, links gab es so wie so eine kleine Casino-Ecke. Da bist du reingegangen, hast an einem Automaten ein bisschen gespielt. Ja, weißt du das noch? Nein, ich spiele. Aber du warst damals, bist du an diesen Automaten gegangen. Das weiß ich noch. Bruder, kein Automat. Jeder Automat, der mich anguckt, gerade in solchen Gastronomien. Damals waren die Automaten auch noch anders, Simon. Die muss man persönlich begrüßen einfach. Ja, damals waren die Automaten noch anders, auch mit dem Buchungssystem und so. Aber es ist eine andere Geschichte. Scheiß mal auf Glücksspiel. Hat gar keinen Mehrwert heute für das Gespräch. Das würde eher nur Minus sein. Aber das weiß ich noch. Das war damals ziemlich cool, dich da dann das erste Mal zu sehen. Da war ich sehr aufgeregt. Da hattest du auch noch deine Rasterhaare. Da habe ich immer gedacht, stinken die oder nicht? Hast du geschnuppert? Ich habe nichts gerochen, aber ich muss trotzdem bis heute sagen, dass ich niemanden sollte sich angesprochen fühlen, nicht persönlich beleidigt fühlen, aber ich finde Dreadlocks unheimlich sexy. Ist hart, wenn ich das sage. Ja, aber sag, wie es ist, sexy. Dreadlocks widern mich an. Ich kann da auch nichts für, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich die sehe, dann, das finde ich, finde die unhygienisch und eklig. Ja, ich finde die geil. Ja, ich weiß. Ich finde sie aber wirklich das Gegenteil. Ich weiß auch, ja, gerade bei Frauen finde ich es ganz schlimm, aber jeder bei Frauen finde ich es besonders attraktiv, muss ich sagen. Also, Ruhe, Sabine ist noch da! Ja, Sabine weiß, dass ich die Beste ist, aber ich meine, Sabine, wenn Frauen so natural Dress haben, finde ich mega, mega geil. Ja, egal. aber ich sehe es auch so. Ich glaube, dass Mixer auf jeden Fall natürlich die Reichweite nicht hat, um Ninja da an der Stange halten zu können, so wie Twitch, aber auch Ninjas Hype war schon ein bisschen vorher weg. Ja, ja, das stimmt. Ja. Wollen wir nicht noch ein bisschen über alte Zeiten reden? Können wir auch machen. Wir können auch ein kleines alten Teil. Weißt du, ich war das erste Mal bei dir in einem Video zu Gast. Ich mute mich, ne? Lass uns das ein andermal machen, wenn Stay, weil Stay kann das mitreden, wir waren mit alten Zeiten. Stay ist gewohnt, anderen Content auf seinem Channel zu spielen einfach. Okay. Kann ich auch nichts gegen sagen. Ich sitze hier einfach mit meinem Mixer-Shirt auf meinem Twitch-Kanal und ihr redet einfach. Einfach anderen Stream-Content zuhören und einfach hochladen. Ja, natürlich. Man kennt ihn. Morgen um 12 Uhr, er hat nicht ein Wort gesagt, wird auf seinem Kanal sein, alte Zeiten-Talk, Simon Unge. Simon und Bonte, alte Zeiten-Talk, morgen 14 Uhr kommt es. Stark. Ja, machen wir jetzt. Also, leg mal los. Ich hab den Kater bescheid. Okay, eine Sache für alle Zeiten, das spreche ich noch schnell an. Kannst du dich erinnern, als ich das erste Mal bei dir in einem Video zu Gast war, bei diesem, das war ja, so, auch wie so ein Thema. Das erste Mal in meinem Video warst du, da war ein Inscope dabei, ich weiß nicht, ob Unsympathisch dabei war, da waren wir auf dieser Tube One Party. Da war echt, das war das Erste? Ich dachte, wir hätten schon mal ein Gameplay zusammen vorher gemacht. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten mal einen Thementalk, wo du im Hintergrund Call of Duty Gameplay liefen aktive hast. Von Tipps? Ja, so aktive Real-Life-Tipps, sowas, ja. Mhm. Ich glaube, da war... Ich wäre ganz genau. Erstmal im Real-Life-Video warst du, Stay, jetzt muss ich mich selber bei Stay sehen. das erste Mal in diesem, in einem Real-Life-Video, da waren wir auf dieser Tier-One-Party und da habe ich draußen, da waren wir mit Inscope, sind da längs gelaufen, haben voll rumgespannt. Ich habe, glaube ich, geforzt. Das weiß ich auch noch, ich habe geforzt und du fandst... Kennt man gar nicht von dir. Ungewohnt. Nee,
Und ich weiß, auf der Tube One Party, kleiner Retalk, kann ich jetzt an der Stelle endlich mal sagen, weil ich schon lange gesagt habe, auf dieser Tube One Party hat sich auch Jody übelst aber ich angeschmissen. Da war sie aber noch nicht mit Revi zusammen. Und warum hast du dich die Chance genutzt? Und zurückgeflirtet? Du hast zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt, ja. Montana Weise, dass du nicht das Flirten erwidert hast. Mhm. Ah, okay. Das weiß ich noch. Und das war aber eine richtige Aber war das auch, war das auch, war die Party nicht fresh? Nein, die war nicht fresh, sondern ich weiß noch, Dagi B war da, glaube ich sogar. Wer war denn noch da? Shireen David, glaube ich. Was? Ja. Ja, ich weiß auch noch. Shireen David, Dagi B und so. Paola Marie war da, die Außenseiter waren da. Shireen David war echt super nett, muss ich sagen. Also ich habe mit der da ein bisschen geredet, die war echt super nett. Die war damals auch nett. Und die ist bestimmt auch immer noch nett. Man muss halt bloß nicht das, was sie macht, feiern, aber die war immer eigentlich korrekt, Digga. Ja, war höflich, muss ich sagen, auch, fand ich auch. Die Livonka, Kuss. Ja, es war schon lustig, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, diese ganzen YouTube-Partys, also es war am Anfang halt so, für die Erfahrung hat man es mitgenommen und dann hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr, irgendwas in die Richtung zu machen. Also irgendwie nochmal so eine... Geworden, Digga, dem Drecksnetzwerk. Also ich meine vor allem generell einfach so eine Veranstaltung, wo man einfach zusammen sich mit YouTubern trifft und irgendwie Aftershow-Partys oder so... Fühle ich gar nicht. Mir fällt gerade ein, Marcel Skorpion war sogar noch beim Bowen da. Mit. Beim Bowen war der mit. Beim Bowen war der auch mit und er wollte die ganze Zeit in die Vlogs, weil er Abos haben wollte. Das war ja so ein Running Gag. Das weiß ich noch. Und, ich guck mal ganz kurz. Und seine Challenge war damals, und ich guck mal, ob das Bild noch da ist, seine Challenge war damals auf dieser Party ein Bild mit Dagi B. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Gott, ich habe da sogar ein Video hochgeladen zu, auf Ungefilmt damals. Das kann ich sein, da, ja. Das hieß nämlich... Dagi B's neuer Freund oder Marcel Skorpions neue Freundin oder sowas? Ja. Oh mein Gott, ich kann mich doch dran erinnern. Ja, war richtig aufgeregt und hat die ganze Zeit, oh, jetzt frage ich sie und hat sich aber nicht getraut. Das weiß sie noch. Das weiß ich auch noch. Ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich das Bild noch finde, Digga. Da hat er dann irgendwann sein alles zusammengerissen, was er hat. Ja, hier, vor 5 Jahren, Fremdgehen für Dagi B, das war das Video. Ja, das ist schon damals Clickbait, Digga, man kennt ihn. Ja, das war ja, hier, warte, ich hab's im Stream gleich eingeblendet. Das, in dem Video ist das. Ja. Guck mal, aber, finde. Die Sache ist, weißt du, wer auch beim Bowl dabei war? Marcel Skorpion und sein Kollege Wiska Barca, ne? So. Und weißt du was? Ich habe einfach vergessen, dass Wiska Barca dabei war und ich wusste nicht, dass ich Wiska Barca schon mal getroffen hatte. Und dann war ja dieses Video, wo er so ein bisschen seine Schwester so ein bisschen für Klicks genutzt hat und so damals. Und da habe ich gesagt, hä? Warum macht er das so? Ich habe ihn noch nie getroffen oder so. Und da habe ich ihn auch schon mal getroffen. Und dann dachte er so, ich verleugne ihn, aber ich habe einfach vergessen, ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern. Oh Mann, das hat mir so leid getan, weil es kam so rüber, als ob ich so tue, als hätte ich noch nie was mit ihm zu tun gehabt, aber tatsächlich habe ich ihn schon mal getroffen. Ja. 2015 war es. Ich habe das Video, das Foto gefunden. Auf Instagram von Marcel? Oder wo? Ja, genau, richtig. Da hatte ich 400 Zuschauer. Scheiße, Alter. Und Julian, Lukas, ein Top-Kommentar darunter ist, Dagi ist noch hoch. Vor 263 Wochen hat er es geschrieben. Eine gefällt mir Angabe, Dagi ist noch hoch. Ah, da ist der Monte. Das waren die Zeiten hier, Digga. Das waren gute Zeiten. Das war, als wir in Los Angeles waren. Digga, ich sehe einfach aus wie der schwule Bruder von Moneyboy. Ist wirklich traurig. Hier ist mit Revi. Ja, ich sag mal, Inscope macht aber auch ganz gute Konkurrenz. Also mit dem. Inscope sah zu der Zeit auch wild aus. Wild, zu wild. HRR. Guck mal, hier mit Al-Dali, das war auch noch auf der Dings. Ich bin mir ganz sicher, wer ist da noch im Hintergrund? Ich weiß gar nicht. Das war die Zeit, Digga. Das war die Zeit. Mit Apo Red noch. Ja, das waren lustige Zeiten, Digga. Wo ist denn das? Hier mit Commander Krieger, der alten Legende. Das war... Mit den ganzen, hier guck mal sogar noch mit Dings. Danny, Oh mein Gott, 2014, überleg mal, sind 6 Jahre her, ne? Krass, oder? Das weiß ich sogar noch, wo wir Paluten hier getroffen haben. Da glaube ich, war ich auch dabei. Ja, Digga, das waren gute Zeiten. Und hier ist zum Beispiel auch das. Hier. Das waren gute Zeiten, Digga. Das war Gamescom-Zeit. Das war die Gamescom-Zeit. Ja, da war mal alles noch so ein bisschen. Ich sag mal, lockerer und
es war noch nicht alles so businessverseucht gefühlt, so, keine Ahnung. War das aber nicht der COD-Bus von Hamburg bis nach Köln? Nee, das war später. Das COD-Bus warst du da auch mal dabei? Nee, bei dem COD-Bus, aber Revi war, glaube ich, das war aber später. Ich glaube, das war das. Nee, das war, das, da, doch, ja, das könnte auch sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber das war, das muss ich ganz kurz einmal sagen, das war das beste Event, wo ich jemals war. Die COD-Buszeit zusammen mit Alberto, Elotrix, Dimitor, Commander Krieger, wer war noch dabei? Two Epic Buddies waren dabei. Oh, wer waren da noch dabei, Digga? Uwe war dabei. Flying Uwe war nicht dabei, oder? Keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden vergisst, weint er. Haptic war da, glaube ich, auch bei. Pink Panther war dabei. Revi war, glaube ich. Oh, Digga, das war eine coole Tour. Damit wir mal Stay. Hä? Stay spielt immer im Hintergrund schafft. Ja, so, sorry, ich. Ich Stay da, auf damals, E. Auf E. Ja. Damals war das Event, wir wurden alle in Hamburg mit dem Bus abgeholt und sind dann nach Düsseldorf gefahren, in ein richtig fettes Hotel und haben in Düsseldorf dann exklusiv, welches Spiel war denn das? Call of Duty Ghost, glaube ich, angespielt. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Oh mein Gott, Call of Duty Ghost war so ein Scheiß. Das war einer der schönsten Spiele, du Noob. Was? Ja, ach, Digga, mit dir unterhalte ich mich nicht über Call of Duty. Besser nicht über Call of Duty, Alter. Ja, geh mal wieder in Minecraft rein, du Noob. Ja, mach ich. Ich sammle mir ein paar Diamanten. Ja, also, mach das, Digga. Lieber als Call of Duty Ghost. Hä, hatte Call of Duty Ghost nicht dieses Problem, dass du so übelst gespawntrappt wurdest die ganze Zeit? Also, dass du in die Game, wo du gespawnt bist, wurdest du sofort abgeknallt? Das war, das kann sein, ja. Hm. Ist ja auch egal, welches Spiel das war. Auf jeden Fall war das Event, dass wir nach Düsseldorf gefahren sind. Wir waren im richtig fetten Hotel und das war wirklich ein richtig geiles, cooles Event, Digga. Muss ich wirklich sagen. Und danach, das war kurz vor der Gamescom und danach war die Gamescom. Und das, ja. Digga, das war wirklich. Waren schon wilde Zeiten. Waren auf jeden Fall wilde Zeiten. Ich habe auch einiges da auf jeden Fall gut enjoyed von der damaligen Zeit. Genau, Barca durfte nicht zu der Zeit, weil er noch keine 18 war. So ist es. Lull. Und dann weiß ich noch, dass Carsten und ich bei dem Event waren und da war diese Capture-Station, wo man zocken konnte und da saßen Leute, die keine Abos hatten, irgendwie 1000 Subs oder so und dann sind wir zum Ansprechpartner gegangen und Carsten hat zu dem gesagt, Digga, dafür bin ich aber ja kein YouTuber geworden, dass ich hier warten muss und die anderen vor mir dran sind. Das war, Digga, mit was für einer Überzeugung er das gesagt hat. Das war, ja. Gut, Stay, was wolltest du noch? Willst du noch was aus den alten Zeiten erzählen? Ja, ich habe, es ist total surreal für mich, sowas zu hören, weil ihr damals schon so krass eklig relevant wart, dass ich mehr oder weniger nichts, also es ist einfach für mich surreal, das zu sehen oder zu hören. Du hast zu spät leider den Weg erst auf YouTube gefunden, Digga. Mhm. Ja, also ich habe ja gar nicht YouTube, ich habe ja gar nichts mit YouTube zu tun. Ich bin ja nur peripher auf YouTube unterwegs. Also aber seit du auf YouTube zusätzlich Videos hochlädst, läuft Twitch auch besser, ne? Es ist genau das wollte ich gerade sagen. Es ist ja, so. Das ist nämlich das, was viele unterschätzen und das, was Monte schon sehr früh richtig gemacht hat. Es hat auch Power Platte lange Zeit falsch, also was heißt falsch gemacht? Das kann man machen, wie man will, aber auch seit Power Platte seinen YouTube-Channel gepusht hat, ist der auf Twitch auch extrem gewachsen, weil. Ja. Egal, ob wie gut man Twitch findet, YouTube ist immer auch ein großer Teil, der die Reichweite bringt, weil YouTube ist einfach die größere Plattform. Und wenn du auf YouTube Zuschauer ansprichst, dann hast du auch mehr auf Twitch. Und das haben erst sehr spät viele Leute so erkannt. Vor allen Dingen, wenn du Content aus deinem Stream auf YouTube hochlädst. Ja, ja. Damit die Leute sehen wollen, das habe ich verpasst, vielleicht gucke ich mir nächsten Stream auch mal an und so. Deswegen, ja. Also kann ich auch nur alle Twitch-Streamer empfehlen. Kümmert euch auch um euren YouTube-Kanal, pflegt euren YouTube-Kanal. Ja, macht Best-ofs von euren Streams, das macht so viel aus, weil das ist die Werbung, die Reichweite, die ihr so das günstig stimmt. kriegt, ihr nie wieder. Das stimmt. Aber das eins hat Commander Krieger auch in den Chat gerade reingepostet noch, der ist auch da. Und damit hat er recht, Digga. Du hast damals zusammen mit Dena, zusammen mit Genghis, wer war noch dabei? Du meinst Cheng und Cheng, Ju? Ja. Cheng und Ju, genau. Ihr habt damals mit der Longboard-Tour alles gefickt, Digga. War wild. Die Longboard-Tour war wild. Ey, das ist für mich, ich interveniere ganz kurz. Es ist für mich so surreal, das zu hören, weil ich saß damals in meinem kleinen Popel-Stream und habe das alles gesehen aus der Perspektive vieler Zuschauer, die jetzt genauso das sehen. Also ich,
ich war einfach nur irgend so ein pläbiger Viewer. Es ist total weird, das für mich zu erleben gerade, wirklich. Ich war, das war damals auch, Digga, da war ich auch noch nicht so groß. Und das, aber worüber ich mich damals schon aufgeregt habe, war Legia als Canon als Firma. Ja, Canon, Alter, die haben so viele dumme Entscheidungen getroffen. Also nur ganz kurz, die waren damals bei der Longboard-Tour, das Nonplusultra, die waren so groß damals schon, die waren damals schon so groß im Verhältnis zu jetzt, ist natürlich eine andere Zeit, aber damals waren Simon, Joe, Cheng, wer war noch dabei? Dena, das waren wirklich alles sehr, sehr große Kanäle, sehr, sehr große Kanäle. Und ich weiß noch, Simon ist eine Canon Legia-Kamera, die ich immer noch hier habe und auch immer noch zu schätzen weiß, mit dieser Fischaugenoptik, die Simon bekannter gemacht hat als alles andere in Deutschland. Jeder hat sich die damals gekauft, weil jeder anfangen wollte mit YouTube. Ja. Die hat, die haben, also ich würde so weit aus Fenster nehmen, die haben Millionen durch deine Produktplatzierung verdient. Dadurch unbezahlte Produktplatzierung, du hast es ja nie bezahlt bekommen. Nee, genau, es war einfach, weil wir die überzeugt waren. Genau, ist ja auch in Ordnung, irgendwo. Wenn man von Sachen überzeugt ist, dann zeigt man die auch. Und euch, dir ist eine Kamera kaputt gegangen während der Fahrt, während dieser Tour. Und Legria hat großzügigerweise eine neue Kamera zugeschickt. Als Leihgabe. Als Leihgabe, ja. Eine 300-Euro-Kamera. Ja, und wir hätten ja auch selber noch gekauft, aber die war überall ausverkauft wegen uns. Die war überall, in jedem Mediamarkt, überall Saturn, die war überall ausverkauft, weil wir die halt immer benutzt haben. Und die konnten wir nicht kriegen. Das heißt, wir haben Canon gefragt, hey, könnt ihr uns eine schicken, weil wir benutzen eure Kamera und das ist einfach, ja, das ist doch Gold für euch, gute Werbung. Ja, wir können euch leider keine schenken, aber wir können euch eine leihen. Die müsstet ihr aber nach innerhalb von 2 Wochen zurückschicken. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Aber Canon ist halt auch, was das angeht, irgendwie ein bisschen hängen geblieben, sorry. Aber sie haben halt auch einfach die Kamera eingestellt, Digga, irgendwann. Vielleicht hatten die einfach keine Lust auf diesen Creator-Markt. Vielleicht die, wollen die. Ja, wollen einfach die schon voll mit den Millionen und wussten nicht wohin und haben gesagt, nee, wir haben einfach keinen Bock, noch mehr Millionen zu verdienen. Wir stellen die Kamera ein. Wir stellen die Kamera ein und über eBay wird sie jetzt mittlerweile gebraucht für 400 Euro gehandelt. Damals war der Neupreis 300. Die Kamera ist immer noch sehr gefragt. Ich kann euch auch sagen, warum. Ton, super. Der Ton, Digga. Der Ton ist einfach das Nonplusultra. Die Fischaugenoptik ist Baba. Zum Vlog, für das perfekt. Preis-Leistungs-Verhältnis kriegst du zum Vloggen keine bessere Kamera, Digga. Ich mache damit immer noch meine Vlogs-Chat. Die sind auch Hammer. Die ist wirklich, also hätte Canon, aber ich glaube, die haben sich aus diesem Creator-Markt so ein bisschen zurückgezogen. Die wollen eher in diese professionelle Fotografie, Filmografie gehen und das, ja, ist halt ihre Entscheidung. Aber seitdem hat Sony, hat Sony den Creator-Markt viel mehr dominiert. Also die meisten, heutzutage, die meisten Creator, die auf Kamera und so Wert legen, holen sich eher eine Sony. Ja, aber Bruder, wie kann man als Firma auf Millionen von Einnahmen verzichten? Egal aus welcher Nische, Digga, hätten sie die Canon Legia als Folgemodell rausgebracht mit 60 FPS und dem Mikro. Oh, ja. Oh, das wäre krass gewesen. Und der Fischaugenoptik, Digga, die hätten Millionen damit verdient. Ja. Die Canon Legia, 60 FPS, gleiches Mikrofon, Fischaugenoptik, bloß mit 60 FPS, bestverkauftes Ding aller Zeiten. Jeder Influencer hätte das jetzt. Aber haben sie einfach nicht gemacht, Digga. Ja, moin. Ja, manchmal entscheidet man sich so, manchmal so. Vielleicht war es eine gute Entscheidung, vielleicht schlecht. Digga, also einfach eine Leihgabe, Digga. Der hat den Millionenumsatz gebracht, die Kamera ging kaputt, können wir die schicken, muss man uns zurückgeben, eine 300-Euro-Kamera. Das kannst du ja einfach nicht ausdenken. Ich bin damals vom Stuhl gefallen, als ich das in dem Vlog gehört habe, Digga. Ja, war krass. Das war auch wirklich... Eine Leihgabe, Digga, ich hätte... Ich komme nicht auf, das musst du dir vorstellen. Das waren andere Zeiten. Ja, Digga, aber du machst diese, die werden das gesehen haben, diese Kamera verkauft sich hundertfach, weil jemand mit Dreadlocks im Internet die präsentiert. Der pusht deine Kamera für umsonst und dem geht die Kamera kaputt und die ist überall ausverkauft, weil er sie promotet und Canon schreibt ihnen und da saß jemand, der mit voller Überzeugung das geschrieben hat und sich gedacht hat, ja Mann, so schicke ich das raus, so ist das korrekt. Wir schicken eine Nachricht und sagt, wir schicken dir eine als Leihgabe. Und der denkt wirklich, Simon sitzt dahinter und sagt, korrekt, Digga. Korrekt. Wahrmäßige Färber. Das kannst du nicht ausdenken, Digga. Das kannst du einfach nicht ausdenken. Ja, es war einfach. Waren andere Zeiten. Das waren andere Zeiten. Die Longboard-Tour habe ich damals echt gerne verfolgt und ich fand es sehr cool. Und für damalige Verhältnisse waren eure Videos auch schon echt professionell gut geschnitten. Wir haben auch das Leben weggeworfen dafür. Also wir haben ja nicht mehr, das war komplett Privatsphäre und
Zeit war ja weg, weil wir haben wirklich nur geschnitten, gefahren und wenig geschlafen. Also es war wirklich, also wir haben 30 Tage wie in einem Koma gelebt, war krank. Aber war, also ich gucke immer auch zurück und denke mir, wie geil die Zeit war. Also wirklich geil. Und ich habe vor ein paar Tagen habe ich nochmal so eine Karte mir angeguckt von Sylt. Also wir sind ja von List, das ist ja der nördlichste Punkt Deutschlands, das ist ja schon auf der Seite von der Grenze, also ist ja über der Grenze von Dänemark, aber auf Sylt gehört es noch zu Deutschland. Von da aus sind wir runtergefahren bis nach Schloss Neuschwanstein und ich dachte mir so, Alter, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? Und dass das wirklich geklappt hat, das war also... Habt ihr auch meinen Respekt. Das hat man damals, glaube ich, kann ich für viele aus dem Livestream-Chat, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel mit dem Content anfangen können, die einige von euch machen, ist ja in Ordnung, aber zur damaligen Zeit habt ihr wirklich damit alles gebumst und das war echt cool und ich habe es sehr gerne verfolgt und ich fand es auch sehr cool und emotional, als ihr es dann geschafft habt. Ja, das waren Dimensionen, die man sich damals selber als Zuschauer oder auch als Influencer oder als YouTuber, als Streamer sich nicht vorstellen konnte, dass es bei einem selber mal so ist. Das war echt heftig, Digga. Ich weiß doch, damals zum Beispiel hast du da habe ich richtig gedacht, oh ja, das hätte ich genauso gemacht. Da hast du dich richtig auf die Fresse gepackt, hast dir das Knie aufgeschärft, davon hast du so dieses ultimative Extra-Klicks-Video gemacht, Digga. Mhm. Das Thumbnail war sein Knie, glaube ich, blutend. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, verpixelt, zensiert. Irgendwie so war das. Man kennt weißt du was, Simon? Ja, das war so ungefähr, ja. So also ein bisschen zensiert. Man sieht das Blut läuft runter. Man hat Blut gesehen und alles, ich weiß. Ja, man musste raufklicken, Digga. Wir haben die Standards gesetzt damals. Natürlich. Und später hast du dann mit Dings beispielsweise, da war ich ja auch Teil, hast du dann mit dem 30-Tage-Stream auch alles gefickt, Digga. Das war cool. Alter, 30-Tage-Stream war krank. Wait, der 30-Tage-Stream war doch da, wo du dieses Placement mit RWE hattest, wo du so einen Zettel im Hintergrund hing. Ja, da hing so ein Banner. RWE? Das war kein Banner, das war legit ein A4-Zettel. RWE ich weiß nicht, welchen Zettel du meinst. Doch, ich kann mich sehr genau erinnern. Du hast diesen 30-Tage-Stream gemacht und das weiß ich noch, weil das war auf Twitch. Und dann hieß es, ja, wir haben so ein Placement und am Anfang, ich glaube, ich habe am Anfang mehr geguckt, weil das war irgendwie so, und da hattest du dann diesen, ich glaube, es war RWE, auf jeden Fall so ein Stromanbieter als Placement und der hatte hinten im Hintergrund dann einfach so einen Zettel, so A4. Vielleicht haben wir es als Gag, am ersten Tag oder so dahin gehabt. Ich weiß nicht mehr. Das war EWE, I'm sorry. Oder EWE. Und XMG hatten wir. Und Club Mate. Da hast du zu mir gesagt, probier mal. Und ich habe gedacht, oha, wenn er mir schmeckt, diese andere gute, ich hab fast gekotzt. Oh, Club Mate ist so eklig, ey. Ich hab also auch nicht verstanden, wie er das wie Wasser gesoffen hat. Also, ey, Junge, ich hab's übelst gefühlt. Aber Mio Mio Mate, ja. Aber ich muss sagen, es war trotzdem echt gut organisiert. Hat Spaß gemacht. Es war cool, da auch ein Teil zu sein. Ich weiß zum Beispiel damals noch, können sich noch einige dran erinnern, das war damals fast skandalös. Lucy Cat war da. Dass Lucy Cat zu Gast war. Und also, wie kannst du jemanden einladen aus der Pornoszene? Und ich so, hä? Ja, und die macht doch ja kein Porno. Die ist einfach nur zu Gast, doch ein interessanter Gesprächspartner für einen Gast. Aber damals war es so verpönt, jemanden sowas einzuladen. Und jetzt machen die alle selber Social Media. Unge, hast du meinen Stream offen? Hast du meinen Stream offen? Hier, ich hab's. Gucke, Sekunde. Da, so. Das ist so ein A4-Blatt, wo da drauf steht, unterstützt von EWE. Dieses andere. Nein, das ist. Oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Das ist kein Platz. Das ist an der Wand, das ist so ein Aufdruck. Das war sozusagen einfach da drauf gedruckt, glaube ich. Das haben sie auf die Wand gedruckt? Die haben also euch das hier hingezimmert und das ist ja, das, was sie gemacht haben. Plastikfolie mit doppelseitigem Klebeband. Alter. Ich glaube, es war drauf gedruckt. Das sieht aus, als ob sie mit Tesafilm angeklebt hätten. Ja. Aber ich bin mir auch nicht mehr 100% sicher. War lustig. Ey, das war krank damals zu der Zeit, wo Twitch noch viel, viel kleinere Zahlen hatte. Da weiß ich noch, wir haben Mario Party gezockt. Zuschauer hattest du wir bei Mario Party, ich weiß noch, du hast da und noch ein paar Leute, wir haben bei Mario Party über 80.000 Zuschauer gehabt. Das war crazy. Alle? Oha. Richtig krank. Das war damals so, also, hä? Das so, hä? So, also es war zu wild. Das war, hat aber auch Spaß gemacht. Da waren viele coole Leute. Nilo war da, Revi war da, es waren viele coole Leute. Wie ist der andere nochmal, der Rothaarige? Gamers Time, da waren viele coole Leute und ihr habt euch ja alle da übelst geprankt. Das war auch eine dicke Butze in der geilen Gegend, weiß ich noch. Ja, so eine geile Villa an der Elbe direkt, an so einem Elbkanal. Und ich weiß noch, es war wie für Weihnachten für mich. Am letzten, ich weiß gar nicht, war ich am letzten Tag da? Ich glaube, ich war am letzten Tag deines Streams da und man konnte sich einpacken, was man wollte.
Was hast du hier eingepackt? Oh, ich habe so viele Kopfhörer eingepackt. Alles Mögliche habe ich eingepackt. Von welcher Marke? Was hatten die Kopfhörer? Nein. Man durfte sich alles einpacken, was man wollte, mäßig, weil ihr das keine Verwendung mehr für. Genau, wir haben es einfach abgegeben. Aber was für Kopfhörer waren das? Weißt du, welche Marke das war? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich einige Sachen verkauft habe an meinen Kollegen Hassan in Stade. Du hast Sachen mitgenommen und die verkauft? Na klar, Bruder. Natürlich, Digga. Da früher immer. Die Sachen nimmt man sich mit zum Geschenk. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall mit 2 oder 3 Rucksäcken voller Sachen rausgegangen. Digga. Ja, ich weiß noch, wo du in die Sauna gegangen bist mit Inscope. Stimmt, und die Sauna Inscope kaputt gemacht. Und Inscope die waren ja auch noch da. Ja, genau. Ihr seid in die Sauna gegangen. Ey, und weißt du was? Pass auf. Insgesamt geil, haben wir in diesem Haus Schäden angerichtet im Wert von 25.000 Euro. Aber nicht von mir. Nee, aber die Sauna war kaputt. Weil ihr euch da immer nass gespritzt habt. Ja, wir haben uns da auch mit Wasser geprankt. Ein Parkettboden war komplett aufgeweicht. Mussten wir. Also, die haben insgesamt wollten die 25.000 Euro von uns, haben die auch bekommen. Stimmt, ich war da noch mit Inscope und Sascha unten in der Sauna. Das war eine geile Session, aber. War wild, habt richtig Pimmel-Session gemacht. Klar, Sascha, sein Pimmel war auch echt klein, muss ich an der Stelle sagen. Der war echt klein. Okay. Also, ich glaube, meiner wäre klein, aber seiner war noch viel, viel kleiner. Aber RIP Sascha an dieser Stelle. Er hat gesagt, er war in der Türkei Haare machen. Wahrscheinlich Haare machen, ne? Naja, ja. Aber es war eine gute Zeit. War eine sehr, 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 sehr coole Zeit. Und Digga, ich werde es auch nicht vergessen, sage ich auch immer wieder. Damals, da war ich noch nicht so groß, wir haben uns gut verstanden, du hast mich eingeladen, hast mich natürlich auch irgendwo damit supportet. Da sind bestimmt Zuschauer von dir rübergekommen, die bei mir geblieben sind. Und sowas werde ich nicht vergessen, Digga. Ach, ja, ist auch für beide Seiten cool. Also es ist einfach, da habe ich nie wirklich, also... Ja, nee, ich war aber mal sowas vergisst man einfach nicht, ne? Ja, freut mich. Also ist schön zu hören, aber also war nie irgendwie aus dem Grund so mäßig, also so aufgedacht, weißt du, was ich meine? Nein, du hast, das ist ja das, was ich da meine. Du hattest ja keinen Mehrwert davon im Grunde, sondern du hast mich eingeladen, weil man sich gut verstanden hat. Du hättest auch zu der Zeit nur große Leute einladen können, in deiner Liga zu der Zeit. Aber du hast einen eingeladen, weil man sich korrekt verstanden hat. Sowas vergisst man nicht. Ja, du hast damals immer schon gesagt, wenn du nicht in Köln wohnen würdest, würdest du öfter vorbeikommen. Genau. Dann dachte ich ja, wenn wir in Hamburg das Event machen, dann muss Montag aber vorbeikommen. Und dann bist du immer mit dem Auto hingefahren. 2 oder 3 Mal war ich da, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann, wenn du verloren hast, weil du hast immer wieder bei Mario Party verloren, dann bist du so mad gewesen, dann bist du richtig sauer gefahren. Du hast einmal sogar gewonnen. Nein. Können wir uns die Replays angucken, wenn es irgendjemand hat? Du hast am Ende, du warst in Führung, am Ende wurdest du dann doch noch irgendwo abgehängt und dann bist du so mad gewesen, du hast einmal sogar die Pizza, die wir bestellt haben, nicht genommen, bist dann gesagt, ich fahr jetzt direkt. Und wir haben extra eine Pizza bestellt mit Mais drauf, ich weiß es noch ganz genau. Und du hast die nicht genommen, du bist einfach gefahren, weil du warst so mad darüber. Ich glaube, du hast mindestens 2 Mal verloren, weil du warst 2 Mal richtig, richtig mad, das weiß ich noch. Warte mal, ich kriege hier gerade von Tassos einen Clip rein. 3. Minute, schönster Moment vom 30-Tage-Stream. Ich weiß nicht, was das ist. Ich schaue mal ganz kurz rein. 3. Minute. Oha, Digga. Kannst du dich daran erinnern? Ich zeig's mal im Chat kurz. Ich weiß nicht mehr, was die Wette war. Mhm. Da habe ich Revi ausgepeitscht mit dem Gürtel. Oh mein Gott. War Mario Party. Ah, da habe ich. Ja, oh, die oh haben mein Gott. Einen Chacha gegeben, Digga. Oh mein Gott, das Revi komplett zerstört. Oh, glaub mir, der hat geklatscht. B. Das war eine geile Zeit. Und was ich noch cooler fand, war zum Beispiel die Kamera, die ihr hattet. Diese mobile Kamera, mit der ihr die ganze Zeit durch die Wohnung gesessen habt. Ja, das war auch geil. Das war eine Streaming-Kamera, mit der man rumlaufen konnte, ne? Das war echt cool. Ja. Zu der Zeit auch so richtig, oh mein Gott, was habe ich noch nie gesehen. war geil. Ja, das ist das Wichtigste, dass es einfach Spaß gemacht hat. Ja. Das war eine gute Zeit, Digga. Das war echt das hat mir gefallen, Digga. Das war eine gute Zeit, Digga. Oh, wie die Wohnung da noch aussah. Nun, das war echt eine gute Zeit. Ja, lustig. Sind wir von Gesprächen über die Plattform jetzt noch auf alte Zeiten gekommen. Also an dieser Stelle, sorry, Stay, dass wir hier so... Ich höre gespannt zu. Ich muss ganz ehrlich intervenieren. Ich habe gerade einen totalen emotionalen geschoben, als Monte dir gedankt hat dafür, dass du ihn supportet hast und dass sich für ihn angefühlt hat, als wäre der krasseste auf. Also du hast nichts dafür bekommen und ich habe genau das Gleiche mit Monte halt. Also ich habe ihm gar nichts gegeben und er sitzt mit mir und hat keinerlei Grund, mit mir zu sprechen oder irgendwas zu tun,
sondern er macht das einfach nur, weil er das krass findet. Und ich habe, er hat keinen Mehrwert von meiner Reichweite, also er hat keinerlei Mehrwert von meiner Reichweite. Ich habe nichts, ich kann nichts dazu beitragen, was ihn irgendwie nach vorne bringt, abgesehen von der Tatsache, also holy shit, das hat. Aber ist das nicht eine eigentlich eine traurige Denkweise, dass wenn man sozusagen in dieser kleineren Position ist, dass man immer irgendwie denkt, ja, ich habe dem Großen nichts zu bieten oder so, weil eigentlich sollte es ja überhaupt nicht so sein, so gesehen. Aber so sind es ja viele. Es ist auch heutzutage, ja, es ist oft so, immer noch. Damals, also ist da erstmal danke, Digga, ich mag dich einfach, ne, weißt du ja. Küsse. Rein hypothetisch. Nein, da reden wir später noch. Oh Gott. Warst du damals auch bei Tube One, Simon? Ja, ne? Ganz kurz nach dem Mediakraft-Skandal war ich ganz kurz gehostet da, aber ich war nie mit Vertrag da. Guck mal, damals weiß ich noch, war es bei Tube One so, dass Tube One wollte Login-Daten für deinen YouTube-Kanal haben, Moderatorenrechte, ich weiß es nicht mehr, genau was es war. Und sie haben ohne deine Erlaubnis, wenn mich nicht alles täuscht, einfach mit deinem YouTube-Kanal andere YouTube-Videos geliked, weil damals es noch die Funktion gab, dass du sehen konntest, ja, wer Cross-Promo. Ja, hat das Mediakraft auch gemacht. Furchtbar. Überleg doch einfach mal, diese ganze Zeit damals, der hat mit dem Videos gemacht und glaubt es mir, gerade damals, aber auch jetzt noch, machen viele Videos untereinander wegen der Reichweite. Sie schieben sie von einem Punkt zum, also von einer Person zum anderen. Bestes Beispiel, auch gar nicht böse gemeint, ist, ich guck mal ganz kurz, ob ich sie direkt finde. Ja. Sag, wie heißt sie? Joyce. Ach so, ja, okay. Die war früher bei vielen zu Gast. Genau, bestes Beispiel war Joyce, die jetzt aus, ich guck mal ganz kurz, die hat jetzt gerade 1,25 Millionen Abonnenten und die wurde damals von, ich glaube, Tube One Netzwerk, ich bin mir nicht ganz sicher, die wurde so heftig von allen gepusht, hier ein Video, da ein Video und die ist innerhalb kürzester Zeit so heftig gewachsen. Ja, und jetzt könnt ihr euch ja einfach mal ganz kurz anschauen, mit 1,25 Millionen Abonnenten. Ja, kaum erstmal keine Videos. Die hat anderes Business, okay. Aber daran merkt man halt auch, dass Cross-Promo bringt nichts. Chat ist weg, hatte ich vorhin ausgestellt. Das bringt halt nichts. Ja, aber kein böses Blut an Joyce. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen sie. Aber da merkt man halt einfach, dass das Cross-Promo der falsche Weg damals war. Ja, auch dieses, das war halt einfach, das war so mechanisch. Das war nicht natürlich, das war nicht schön. Damals hat mir Tube One angeboten, das weiß ich noch, ob ich da zu Lust hätte, dass sie mein Gesicht als Werbeplakat an U-Bahn- und S-Bahn-Stationen und sowas und Bushaltestellen rankleben. Von dieser Joyce gab es das damals, das weiß ich noch. Ja, auch von Ju und noch von ein paar anderen Leuten. Genau, richtig. Um mehr Dena, glaube ich auch. Zu bekommen. Ich weiß auch nicht. Warum? Ja, warum soll meine Fresse an irgendeiner Bushaltestelle kleben? Wen will ich damit erreichen, hä? So, ist so weird. Das ist so richtig die alten Medien gefühlt. Aber es liegt daran, dass Tube One ja von Ströer übernommen wurde. Und Ströer ist ja dieser Werbeanbieter, der diese ganzen Plakatmedien und so gemacht hat. Deswegen konnten die das halt machen. Ja, da ist schlechteste Entscheidung damals gewesen, zu Tube One zu gehen, beziehungsweise am Anfang. Wie ist Tube One davor noch? Wie ist Tube One? Boah, weiß ich nicht mehr. Oh, Krieger, bist du noch da? Krieger, wirst du das jetzt? Wie ist Tube One noch davor? Game One war Dings. Game Inside? Nee, irgendwas wird auch mit One, oder? Ich weiß auch nicht, ist ja egal. Ah, oh, nee, das ist ja eigentlich nicht egal. Ja, sag einfach, komm zum Punkt, sag, was du eigentlich sagen wolltest. Also, was schlechte Entscheidung, ja, weil. Punkt, Alter, was ist denn los? Ich meine, weil wer jetzt den Namen. Nein, auch nicht Studio 71 Chat. Nee. Damals war aber das Netzwerk, die haben sich einmal umbenannt, davor waren sie wesentlich geiler. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Stefan hat da früher gearbeitet. Der Schwarz, meinst du? Stefan Schwarz. Genau. Ich sag's kurz richtig, Stefan Schwarz. Und der hat da damals gearbeitet und das war echt eine coole Zeit. Vielleicht kennt ihr das Video noch. Commander Krieger und Stefan Schwarz, wo Stefan Schwarz von der Brücke springen musste. Warte mal kurz, war das nicht Game Inside oder irgendwie sowas? Hieß das nicht irgendwas sowas? Kann so sein, ja, Game Inside. Kann gut sein. Das hieß, glaube ich, Game Inside. Ich glaube ja. Game Inside. Warte mal, ich schau mal ganz kurz. Vielleicht finde ich das noch. Ich glaube, es war Game Inside. Brücke
Ja, hoffentlich kommt jetzt Brücke springen, hört sich irgendwie komisch an. Commander Krieger Brücke springen, vielleicht finde ich es. Oh mein Gott. hier ist es. Die Schelle, die Ohrfeige. Ja, ja. Es war Game Insight. Es war auch Game Insight, weil guck mal, bei Game Insight steht nämlich hier auch Tube One Networks verlinkt. Game Insight also, Show. Ja, es war Game Insight vorher und dann sind die von Game Insight zu Tube One geworden. Was war vorher noch ein Gaming-Netzwerk. Ja, und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, das ist Stefan. Und der ist dann die Musik von Commander Krieger. Du meinst dieses Intro, wo die Axt geworfen wird, mit diesem Jungen, der immer ah schreit? Oder was meinst du? Naja, so die typische Kriegermelodie halt, ne? Und der musste dann hier in dieses Wasser reinspringen. Ja, das ist Stefan Schwarz. Der, muss ich sagen, war wirklich sehr korrekt bei Tube One. Der war wirklich so sehr korrekt, mit denen habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Mit dem hatte ich zum Beispiel auch meinen ersten Auftritt 2014 mit Ello Tricks auf der Gamescom, wo wir auf der Bühne standen und. Ja, und das ist Commander Krieger, den kennt ihr noch, der sah noch ein bisschen jünger aus. Und Stefan ist dann da ins Wasser gesprungen, das weiß ich noch. Das waren gute Zeiten. Und du wolltest sagen, es ist die schlechte Entscheidung gewesen, dass die zu Tube One geworden sind? Als sie zu Tube One geworden sind, war es ein Fehler. Das war dann, also ab da an ging es bergab. Ja, ich muss sagen, ich habe mit Tube One nie so ultra viel zu tun gehabt. Also ich war da, wie gesagt, nur einmal kurz zum Haus drin nach dieser Mediakraft-Sache. Und ich kenne mich mit Tube One nicht so gut aus, dass ich mir da ein Urteil erlauben könnte. Ich war vorher in Divimove, danach in Mediakraft und danach bin ich komplett nie mehr in... Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich war danach nochmal in, wie hieß das Disney-Netzwerk? Maker. Ich war danach nochmal in Maker. Disney hatte versucht, auch in Deutschland Fuß zu fassen, aber ich nochmal in diesem Maker-Studio. Jetzt zugeschoben. Ja, was hast du gesagt? Die haben dir gute Deals zugeschoben. Nicht nur das. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, dann waren wir kurz bei Maker und danach nie wieder ein Netzwerk. Also danach aber bist du hast ja auch noch Leute, die dir Sachen klären. Bist du bei Wir sind beide bei Kluge, ja. Ja, nee, ich bin auch bei Kluge, aber ich habe andere Firmen, die mir... Kluge ist bei mir nur zuständig für Netzwerk. Genau, für Netzwerk, genau, richtig. Und ansonsten habe ich ja mein eigenes Management gegründet, 2016 damals oder so. 2014 nicht. Und, ja. Ja, du hast aber, wie ist der nochmal, der bei Disney damals gearbeitet hat? Patrick, meinst du Patrick? Mhm. Nee, ich weiß nicht, es war einer. Wir haben uns damals getroffen, falls du dich daran erinnern kannst, in Hamburg, als wir dein Fotoshooting hatten. Ja. Und dann, ihr seid Sushi essen gegangen und ich bin nach nebenan alleine gegangen und hab Burger gegessen. Ich weiß leider nicht mehr genau. Ich bin ganz schlecht, was so Namen angeht. Doch, der Große mit dem Glatzkopf, wie hieß denn der nochmal? Ja, wenn ich den Namen wüsste, hätte ich es schon gesagt. Ich weiß, einer hieß Patrick. Ja, Handy gespeichert. Ich weiß leider nicht mehr. Mann! Ich hasse das, Digga, wenn ich das nicht mehr weiß. Nee, ich hab's vergessen. Ja, ich hab's auch vergessen. Aber ich weiß, wie du meinst. Ja. Das weiß ich noch. Auch damals, Digga, Fotoshooting. Weißt du, wisst ihr, wie ich mich geehrt gefühlt habe, als Simon mich gefragt hat, ob ich für sein Unge-Merch mit Fotos machen will? Da waren InScope dabei, ich, diese eine Lena oder wie die hieß. Genau, Lena, Tim Gabel. Und Tim Gabel war dabei. Ja, war auch lustig. Weil es war so neblig in Hamburg, war ein echt cooles Shooting. Five Chrome, glaub mir, Digga. Das Emote passt da nicht zu, vertrau mir. Wie hieß der denn nochmal, Digga? Darauf komme ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, irgendwas mit S war das. Ich glaube auch irgendwie sowas wie, hieß der Steffen oder irgendwie sowas? Nein. Der auf der Zunge, Digga. Ich weiß es nicht, leider. Sebastian? Hieß der Sebastian? Nein, Sebastian heißt der jetzige Ansprechpartner. Ich rufe InScope an, der weiß das. Ich muss das. Es liegt mir auf der Zunge. Als ob InScope das weiß. Ja, natürlich hat er auch mit dem was zu tun gehabt. Ja, aber als ob er noch weiß, wie der heißt. Doch. Nico Neu. Call mal. Ich will sowieso auf abgehoben nicht ran. Okay. Ja? Bitte, ich verstehe dich nicht. Was? Meinst du Pepe, fragt Sabine. Meinst du Pepe? Genau, Pepe, danke. Pepe war nicht von Disney, deswegen habe ich nicht auf den Namen. Pepe ist nicht von Disney. Nein, Pepe ist von meinem Management gewesen. Ach so, okay. Ich habe gedacht, Pepe wäre. Nein. Deswegen kam ich nicht drauf, weil du gesagt hast, von Disney. Nee, Pepe ist von meinem Management gewesen. Ach so, okay, gut.
Okay, alles klar. Was war denn mit PP? Erzähl. Nee, gar nichts. Mit dem waren wir nur damals Essen und sowas, genau, richtig. Ja, nee, ach so, jetzt weiß ich, wie du meinst. Pepe, ja, groß und Platz. ja, okay. Ja, Pepe. Ja. Stay, wolltest du auch noch was sagen, oder? Schachmatt. Verloren oder gewonnen? Nee, ich gucke mal, ob ich ihn jetzt hinkriege. Sehr nice. Wenn er jetzt einen falschen Zug macht, habe ich es geschafft. Okay, Leute. Pepe. Gut, okay, alles klar. Ich würde sagen, der Talk ist ein bisschen abgedriftet, was ich auch nice finde, nochmal ein bisschen über alte Zeiten, die Stars, so. Eigentlich dachte ich, wir reden nur so ein bisschen über Streamplattformen. Also, Stay hat ja eben schon eine gute Zusammenfassung gebracht. Versuche mich jetzt, einen Abschluss zu finden. Ja. Es muss eine Konkurrenz zu Twitch geben, damit Twitch nicht einfach machen kann, was sie will. Aber YouTube ist da ein bisschen langsam, da muss YouTube noch ein bisschen nachlegen. Aber ich arbeite dran, ne? Ich sitze ja hier bei YouTube, damit ihr eine bessere Verhandlungsposition für Twitch habt. Ja. Könnt ihr mir danken. Tschüss. Gut, ich bin mich auch. Viel Spaß euch noch. Guter Talk gewesen. Ich danke euch beiden. Leute, vielen Dank. Ich küsse eure Augen. Dass wir so lange reden, hätte ich gedacht. Aber ey, können wir gerne öfter machen, wenn wir irgendwelche Themen haben. Gut, Küsse. Später. Ciao, Jungs. Ich habe am Ende nicht so viel beigetragen, aber das war schon... Tausche ich die Dame, ist die Frage.